gestartet. Vorne kommen alle ganz gut weg. So, ab geht's in die erste Kurve. Aufpassen, Kollision verhindern. Das sieht doch ganz gut aus, Linze. Und das Bett ist gestartet. Für clever einrichten sucht Deutschlands besten Nachwuchsfahrer die Chance deines Lebens. Gib Gas, komm zum Casting bei Roller. Alle Infos auf racing.roller.de. Und damit herzlich willkommen hier bei der P1 DTM 92 zum Rennen 13 und 14 hier in Brands Hatch. Ich bin Markus und gleich kommt noch der Jochen wieder zu mir als Co-Kommentator. Aber jetzt haben wir erstmal einen hier, der so rein gar nichts mit Racing zu tun hat, nämlich den Freddy. Hallo Freddy. Markus. Ja, Freddy, du wolltest mir mal hier ein bisschen Gesellschaft leisten, habe ich gehört. Ja, traurig, Freitagabend und ich habe nichts Besseres zu tun gerade. Ja, kommen wir mal eben kurz auf die Strecke zu sprechen. Wir fahren Brands Hatch, allerdings nicht die GP-Strecke, wir fahren die Indy-Strecke. Haben daher nur 9 Kurven und eine Streckenlänge von 3,9 Kilometer. Wir fahren 2x 30 Minuten und momentan 9 Fahrer von 18 sind auf dem Server. Wenn ich es richtig gesehen habe, waren 10 angemeldet. Allerdings hoffe ich noch, dass ein paar kommen, weil ich vermisse nämlich hier die Jungs von Enro Griffins. Ich hoffe, dass die da in den nächsten 10 Minuten noch erscheinen. Dann geht es nämlich los mit dem 20-minütigen Quali. Wir nutzen die Gelegenheit und blicken einmal auf die Fahrerwertung. Da sieht es nämlich folgendermaßen aus. Jesper Nielsen mit 240 Punkten auf Platz 1. Allerdings Jesper heute nicht da. Das heißt, Marco Müller hat die Möglichkeit, wenn er beide Rennen heute für sich verbuchen kann, an Jesper vorbeizuziehen. Denn der ist auf Platz 2 mit 126 Punkten. Dann auf Platz 3. Markus Gerzak mit 102 Punkten. Markus im Moment noch nicht auf dem Server. Ich hoffe, der kommt jetzt gleich noch. Bei dem war die Teilnahme heute unsicher gewesen. Dann Platz 4, Timo Hartmann, 72 Punkte. Platz 5, Tarik Usali, 65 Punkte. Hier der interne Wettkampf. Tarik heute nicht dabei. Beziehungsweise zumindest beim ersten Rennen nicht dabei. Ich hoffe, dass er zum zweiten Rennen zu Hause ist und da wenigstens noch Punkte machen kann. Denn sonst dürfte Timo da heute mit großen Schritten von ihm wegziehen. Dann auf Platz 6 haben wir den Josef Wewerka mit 51 Punkten. Platz 7 Danny Krämer mit 41 Punkten. Auch hier haben wir den Team-internen Kampf. Dann Platz 8, Dirk Busche, 40 Punkte. Platz 9, Wolfgang Hanse. Wolfgang ist ja seit dem ersten Rennen nicht mehr dabei. Der tingelt langsam die Plätze runter. Platz 10, Gerhard Lindauer, 27 Punkte. Auf der 11, Christian Schulze mit 24 Punkten. Auf der 12, Paul Mante mit 19 Punkten. Michael Weber auf Platz 13 mit 18 Punkten. Auch der ist heute nicht da. Der hat sich am Mittwoch oder Donnerstag, hat er sich ganz gewaltig an der Hand verletzt. Hat da ganz böse mit dem Fäustel zugeschlagen und
Eine Hand wie ein Ballon jetzt. Mike Pitschmann, 14 Punkte, Platz 14, zusammen mit Lewis McBlade, der auf der 15 sitzt. Michael Falz auf der 16 mit 13 Punkten. Auf der 17 haben wir Bernd Jankowiak mit 8 Punkten. Auf Platz 18 Martin Falz mit 6 Punkten. Auf der 19 Thomas Wolski mit 3 Punkten. Auf der 20 Kevin Becker ebenfalls 3 Punkte. Auf der 21 haben wir Sascha Mosen mit 3 Punkten. Erik Gellert auf der 22 mit 2 Punkten, Oliver Augst auf der 23 mit 1 Punkt und 0 Punkte haben Felix Hansen, Sebastian Weiß, Ronny Welke und Mitschi Richter. So, die andere Maus. Dann schauen wir auch nochmal eben auf die Teamwertung. Da sieht es nämlich folgendermaßen aus. Da gehe ich jetzt aber auch nur die ersten 10 durch. Auf der 1 Jesper Nielsen Racing mit 254 Punkten. Gefolgt von MM Performance mit 145 Punkten. Die Simoessa Kassel Jungs mit 137 Punkten auf der 3. No Limit Motorsport mit 102 Punkten auf der 4. Opel Racing Team auf Platz 5. Auf der 6 Tamik Sharks 2 mit 58 Punkten. Envo Sim Racing auf Platz 7 mit 51 Punkten. M-Technology 30 Punkte auf Platz 8. Auf der 9 Mofa Racing mit 16 und Aurora Motorsports auf der 10 mit 14 Punkten. So, wir haben... Ich bin schon wieder viel zu schnell. Wir gehen mal live. Ja, und da sehen wir es direkt. Wir haben heute einen Gaststarter, nämlich den zweimaligen Sieger der Sim Racing Trophy. Tim Heinemann fährt heute mit. Umso bitterer ist es natürlich, dass Jesper Nielsen heute nicht dabei ist, weil das wäre mal ein Zweikampf gewesen, den ich unheimlich gerne gesehen hätte. So, und da ist auch schon mein Co-Kommentator, der Jochen, auch jetzt hier in der Kommentatorenkabine. Hallo Jochen. Hallo Markus. So, hab dann eben gerade noch schön das Fahrerbriefing zu Ende gehalten. Jetzt wissen die Leute auch, dass ab diesem Rennen die ESC-Tastenregelung gilt. Als kleine Erklärung nebenher, dann muss man eben ganz normal in die Box einfahren und auf seinem eigenen Boxenplatz zum Stehen kommen, damit man dann die ESC-Taste drückt und sich in die eigene Box versetzen lässt. Drückt man irgendwo anders auf der Strecke die ESC-Taste, hat man einen Unfall gehabt oder sonst irgendwas, darf man eben nicht mehr aus der Box fahren. Das gilt eben ab diesem Rennen. Ja, wunderbar. Haben wir das auch abgearbeitet. Ja, das Rejoinen müssen wir hier natürlich kontinuierlich erlauben, weil wir haben hier kein Warm-up und nichts, wo die Leute wieder drauf können. Hier geht's vom Quali direkt ins Rennen. Da bleibt kein Platz, um da die Leute wieder drauf zu lassen. Von daher kann es immer wieder mal sein, dass bei dem einen oder anderen ein kurzer Ruckler ist, wenn ein Fahrer einen Disconnect hat und wieder auf den Server kommt. Ja, dass wir heute einen Gaststarter haben, habe ich auch schon erzählt. Da dreht sich Timo weg. Ja. Da ist das Renntaxi kaputt. Der zweifache Sieger der Sim Racing Trophy wird heute hier mal zu Gast bei uns sein. Und ja, mal eine Runde hier mitzocken. Eventuell werden wir den noch auch beim letzten Rennen sehen. Ich hoffe, dass er da Zeit hat. Also da bin ich heute mal gespannt, wie das ist, ob ja, der Tim da auch so wegfahren kann, wie Jesper es jetzt in den letzten Rennen gemacht hat. Ich bin mal gespannt, wir bleiben dran. So, 4 Minuten haben wir noch Training, dann geht's ins 20-minütige Quali. Momentan auf dem Server Michael Falz, Timo Hartmann, Dirk Busche, Tim Heinemann, Marco Müller, Martin Falz, Adrian, gut, den Hinternamen brauche ich nicht sagen, habe ich mit dem Adrian schon so ausgemacht, weil kriege ich nicht auf die Reihe. Dann haben wir Danny Kremer, Josef Werker und Sascha Mosen. Ja, von den Enro Griffins Jungs leider im Moment noch nichts zu sehen. Ich hoffe, dass die jetzt noch irgendwie schnell auf den Server kommen und noch mitfahren. Weil von der Abmeldung habe ich soweit auch nichts gehört oder gesehen. Ja, ansonsten halt selbst dran schuld, dann haben die anderen mehr Spaß für sich. Ja, oder so. Ja,
Tarek versucht halt zum zweiten Rennen noch rechtzeitig zu Hause zu sein. Dem haben sie ja heute noch eine Spätschicht aufgedrückt. Da drücken wir natürlich die Daumen, dass er es noch schafft. Denn der ist ja da in seinem internen Fight mit seinem Teamkollegen, mit dem Timo, zugange. Timo hat es ja geschafft, da an den Tarek vorbeizuziehen. An dieser Stelle möchte ich den Tarek mal recht herzlich grüßen. Der sitzt nämlich gerade auf Arbeit und hockt da wahrscheinlich mit seinen Patienten vorm Handy und guckt sich einen Stream an. So, ja, also da müsste man ja eigentlich schon fast Angst haben, dass das Rennen zu spannend wird, weil wenn er da mit Patienten vorm Stream sitzt, so oioioi, dann geht der Herzschlag am Ende in die Höhe. Ja, also ich denke mal, der Puls wird rasen, wenn er feststellen muss, dass der Timo ziemlich weit vorne fährt, weil dann kriegt nämlich Timo ganz schön fette Punkte. Ja, ne, und dann heißt es dann von Timo hier, Jung, jetzt musst du mal für mich den Wasserträger machen, weil, hallo, guck mal, Fahrermeisterschaft, ne, so. Ja. Ja, da ist Tarek auch und meldet sich im Stream. Hallo Tarek. Freddy, wo ich dich gerade hier hab, machen wir mal schnell ein bisschen Eigenwerbung. Ich glaube, du hast ein paar Informationen, so was den November betrifft. Ach so, ja, genau. Im November starten definitiv die 24 Stunden vom Nürburgring. Mit R-Faktor 2. Wir sind ganz nah mittlerweile an den 30 Teams dran. Wir hoffen, dass wir vielleicht noch die 40 kriegen. Alles darüber wäre gut, aber da wird es auch mit R-Faktor 2 dann doch etwas riskant, so aus der Erfahrung, die wir die letzten Jahre gemacht haben. Aber ich bin gespannt und am besten mal wirklich auf nos24.net gucken. Da gibt es die Serverinformationen, Autos, alles, was man wissen muss. In Deutsch und Englisch und ja, ich hoffe mal, dass wir ein schönes Rennen haben, ohne Probleme und auch die meisten durchkommen. Und ich muss gerade mal sagen, also ich bin Ratio, muss ich sagen, sehr, sehr wenig gefahren als damals, als es rauskam, mal ein klein bisschen, aber ich sehe gerade hier die Strecke und muss sagen, also Brands Hatch war in Race 07 oder wie hieß es noch, GTI Evolution immer so eine meiner Lieblingsstrecken, also viele sagen ja, also in der DTM ist es total langweilig, muss ich auch sagen, mit DTM-Autos ist das einfach eine ultra langweilige Strecke. Aber so in der British Touring Car Championship oder dann halt wirklich in Race 07 mit den Caterhams oder so mit dem Audi R8 Straßenwagen oder so, ist das echt wirklich eine super Strecke. Generell mit Cup-Autos, ne? Ja, also muss ich sagen, macht saumäßig Spaß, ne? Man muss halt in der ersten Kurve, wo wir es jetzt gerade auch, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, ich bin etwas zeitverzögert, wo es da durch die erste Kurve geht, da muss man immer aufpassen, dass man nicht, ja genau, nicht mit allen vier Rädern auf den Curb fährt. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, wie die Track-Limit-Regelungen hier sind. Aber in der British Touring Car Championship sind die da zum Beispiel mittlerweile ganz, ganz fies, also wenn man da mit dem rechten Rad irgendwie den Körper rührt, dann kriegt man irgendwie nach 2-3 Mal kriegt man sofort eine Durchfahrtsstrafe und da ist das Rennen zu Ende. Aber ist auch nicht verkehrt, weil in den letzten Jahren gab's da öfter mal Probleme, dass da Leute im Kiesbett gelandet sind und das ist dann etwas schmerzhaft. Ja, also hier bei Raceroom ist ja so, man hat hier Multiplayer und so weiter. Ich denke mal noch ein bisschen Nachlieferungspotenzial, weil ja eben wie gesagt der Reifenverschleiß noch erst richtig kommen muss, dass der auch Auswirkungen hat und nicht ein ganzes Rennen dann nur 1-2% Reifenverschleiß und so ein paar Kleinigkeiten, sag ich mal, dass das Ganze noch ein richtig rundes Paket für ligatechnisch wird. So Rennfahren ist alles noch in Ordnung, aber ich sag mal für Langstreckenrennen, wo man dann auch mit Spritstrategie, Reifenstrategie und sowas zu tun hat, wäre Race Room wahrscheinlich noch das falsche Medium. Aber es liegt Potenzial drin, das kann man nicht verneinen. Und ja, da muss man halt mal gucken, was so die Zukunft bringt. Von den Track Limits her, das ist von Strecke zu Strecke ein bisschen unterschiedlich. Mal ist es ein bisschen knapper gehalten, mal ein bisschen großzügiger. Da haben wir auch keinen Eingriff drauf. Das machen die jeweils von den Strecken selber. Da müssen die Fahrer dann auch immer selber austesten, was geht und was nicht. Ah, okay, also es gibt keine Nachbegutachtung der Runden.
das ist so. Nee, da wir eben als Fahrer immer ganz entspannt. Ja, genau. Also wir beobachten zwar schon nach, aber dann eben, was zum Beispiel Unfälle betrifft oder so kleine Nicklichkeiten, ESC-Tastenregel fürs Qualifying, dass da keiner sein Auto komplett zerschießt und dann einfach ESC drückt und wieder aus der Box rausfahren kann und sowas. Ja. Aber ich meine, hier, das ist so eine Strecke, da gibt es ja eigentlich nur eine Kurve, wo man wirklich ein bisschen rausfahren kann und ich denke mal da auch, da ist halt Curb und den nutzt man dann mit und sobald man das Kiespad berührt, ist es sowieso zu Ende, das bringt nichts. Bezüglich Track-Limits-Regelung habe ich letztens was ganz Interessantes gesehen. Also das findet man auch bei YouTube, wer auch immer da. Oh, da ist der Tim Heinemann an der Wand gelandet. Turn 1. Ja, das Leben am Limit ist halt gefährlich. Genau. Also, ja, aber mit einer 46,6 im Moment auf der 1. Dicht gefolgt von Marco Müller mit einer 47,6. Ja. Also wer mal wirklich sehen will, wie man Track-Limits ad absurdum führen kann, der muss sich mal das Rennen dieses Jahr von der Tudor United Sports Car Championship in den USA auf dem Circuit of the Americas angucken. Das war am gleichen Wochenende wie die WEC dort. Und da hat im Prinzip der, wie nennt man das auf Deutsch, sozusagen der Streckenwart oder die Stewards gesagt, okay, ihr dürft innen nicht cutten. Also da ist wirklich, ne, mindestens zwei Räder auf dem Schwarzen und nicht hinterm Körper. Aber am Ausgang ist es uns scheißegal. Also so Kurveneingang, Kurvenausgang, völlig egal. Und wie diese Autos da rumgefahren sind, das glaubt ihr nicht. Die waren teilweise 30 Meter neben der Strecke. Ja, okay. Aber und das war dann wirklich... ich hab's nach 5 Minuten ausgemacht, weil ich gedacht habe, also sowas kann ich mir dann nicht angucken. Das sah dann so aus, als wenn die so ein bisschen auf dem Aldi-Parkplatz so Autoscooter fahren würden. Das war dann schon ein bisschen lächerlich. Ja, die machen das dann ähnlich, wie wenn die NASCARs von Amerika mal auf dem Straßenkurs fahren. Da ist da kein solides Objekt, was dir den Weg versperrt, darfst du da fahren. Ja. Und klar, Circuit of the Americas, moderne F1-Strecke, das heißt, da kann man halt, konnte man an jeder Kurve außen noch 5 Meter mitnehmen und am Kurvenausgang auch nochmal 5, 6 Meter mitnehmen. Und da sind die echt Linien gefahren, da hat man im Kopf geschüttelt. Also da sind die wirklich mit voller Beschleunigung direkt über die Kurbs gehopst, weiter beschleunigt. Also das war doch sehr gewöhnungsbedürftig, sich das anzugucken. Ja, ich meine, ich bin auch nicht so unbedingt begeistert von diesen neuen Strecken mit diesen ganzen Betonauslaufszonen und so weiter und so fort, aber dass man das dann so, naja, meine Güte, die müssen halt wissen, was die machen, wenn die damit ihre Zuschauer haben und das Ganze funktioniert, dann hat das irgendwo meiner Meinung nach auch eine Daseinsberechtigung, solange es akzeptiert wird, meine Güte. Aber es ist schon ein bisschen komisch und gewöhnungsbedürftig, das auf jeden Fall, ja. Los, Bali hat, glaube ich, schon angefangen. Ja. Zu lange geredet. Das macht ja nichts. War sehr informativ. Ja, Marco hat sich jetzt nochmal in der letzten Runde verbessern können. Ist jetzt eine 47,2 gefahren. Auch Timo Hartmann konnte nachlegen. Mit einer 47,6 hat er sich jetzt vor Michael Feitz gesetzt, der eine 47,667 gefahren ist. Also hier die beiden sind wirklich nur weniger wie ein Wimpernschlag auseinander. 4000stel. Ja, generell auf so kurzen Strecken, wir fahren ja auch nicht den Grand Prix Tours von Brands Hatch, sondern die Kurzanbindung. Ja, schade eigentlich. Also hätten ja. wir, leider gibt es die in der GP-Version nicht. Sonst wären wir die große Strecke gefahren natürlich mit den Autos. Ja, absolut schade. Aber was ich halt sagen wollte, desto kleiner die Strecke, desto geringer die Rundenzeiten, ist klar, desto weniger Potenzial, dass die Abstände auch groß sind, weil auf einer kleinen kurzen Runde kann man einfach nicht so viel Unterschied herausfahren. Ist halt nicht möglich. Ist klar, dass da die Abstände kürzer sind. Und im Quali ist das dann natürlich besonders schön, weil dann hat man knappe Gefechte. Im Rennen sieht das dann natürlich wieder ein bisschen anders aus. Aber um Spannung sind wir ja so ein bisschen froh. Spannend soll es ja sein. Ja. Ja, ich sehe hier auch gerade, es ist so eine Zweiklassengesellschaft. Also der Heinemann und der Müller vorne, die sind doch jeweils, ne, der Heinemann eine halbe Sekunde schneller, der Müller auch nochmal eine halbe Sekunde schneller als der Rest des Feldes und danach wird es dann schön eng. Ja, aber jetzt hat die erste Klasse nochmal so ein bisschen Anschluss bekommen. Timo Hartmann, ja. 47,2.
zwei Zehntel am Marco dran. Ja, es ist halt schade, dass der Jesper Nielsen heute nicht da ist. Wie gesagt, der ist normalerweise so eine Sekunde schneller wie das Feld bis zu. Hier wäre das wahrscheinlich weniger gewesen, weil wir ansonsten ja Strecken über eine Minute gefahren sind. Und da wäre so ungefähr auf dem Level von dem Tim Heinemann gewesen. Und das wäre halt schön spannend gewesen. Ne? Wenn man sich überlegt, dass wir mit Jesper in den vergangenen Rennen schon so ein paar extra Challenges gestellt haben, die er auch akzeptiert hat mit extra Schwierigkeitsgrad und dann trotzdem gewonnen hat. Das ist immer das Beste. Also das ist für einen Fahrer immer das Beste, wenn man weiß, dass man unterlegenes Material hat und trotzdem gewonnen hat. Ja, wir haben ihm dann so gesagt, hier kannst du auch gewinnen, wenn du kein Quali fährst und noch von hinten startest und zack, gewonnen, kein Ding. Also wo ich bei Race Room mal so ein bisschen neidisch drauf bin, das habe ich auch damals gesehen, als ich die erste Demo gespielt habe, war, dass die Sounds im Schnitt recht geil gemacht sind, also von den Autos, die ich bis jetzt mal soundmäßig muss ich sagen, finde ich, ist Race Room das absolut geilste. Ja. Ja, und auch grafiktechnisch muss man eigentlich sagen, ist es ein Stückchen weiter als R Factor 2, auf jeden Fall. Wenn man da so richtig schön sieht hier, wie die da rumgehen, die Autos sich so ein bisschen neigen, wie die Federungen arbeiten und die Reifen im Radkasten hoch und runter gehen bei den verschiedenen Unebenheiten und sowas und generell auch Spiegelungen und so weiter und so fort, auch von den Streckendetails und so weiter, da sind die, denke ich, ein Stück weiter als R-Faktor 2. Ja. Aber wie gesagt, von dem Umfang, was alles berechnet wird, was alles simuliert wird, ist dann doch R-Faktor 2 ein Stückchen weiter. Da muss man dann halt auch irgendwo Prioritäten setzen. Ja, ich finde, bei R-Faktor 2 merke ich das gerade besonders, dass es in Streams nicht so rüberkommt. Also im normalen Replay, wenn man es offline hat, mit hohem Detailgrad, da sieht man sehr viel Autobewegung, aber wenn man dann im Stream ist, lässt es irgendwie nach. Also wenn man so selbst im Rennen ist, sieht man noch ziemlich viel, aber ich habe das schon oft gemerkt, dass wenn man in den Stream guckt, denkt man so, ups, die Autos bewegen sich auch manchmal so ein bisschen, klein bisschen ruckartig oder so, aber das ist zum Glück, wenn man selber im Auto sitzt, ist es nicht der Fall. Ja, das muss man auch ganz klar sagen, wenn man das hier so live streamt von einem Server, dann gleicht der Server so ein bisschen den Lag aus und dann sieht man die kleinen Bewegungen der Autos nicht. Das ist wie wenn der einen Bewegungsfilter da drüber legt. Ja. Deswegen sieht man diese kleinen Bewegungen, die das Auto macht, nicht. So, Markus, jetzt du. also R-Faktor 2, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wenn ich mir R-Faktor 2 auf meinem Stream-Monitor angucke, wir haben da alles auf volle Kanne und auch eine sehr leistungsstarke Grafikkarte. Das Bild ist pornomäßig geil. Ich krieg's einfach nicht in den Stream rüber. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, aber das ist bei mir auch, das ist mir auch schon aufgefallen. Ab und zu lade ich mal was auf YouTube hoch und ich habe mal wirklich die Videos 1:1 genommen und gerade die Kompression, also man hat ja beim Stream auch eine gewisse Videokompression am Laufen und die schadet aus irgendeinem Grund R-Faktor 2 besonders, weil die Grafik ist halt nicht so mit großartigen Effekten und so, aber doch, sagen wir mal, relativ detailreich und genau. Und dadurch, dass man halt dieses, wie man es jetzt auch sieht, so ein bisschen das Kriseln im Stream hat, ruiniert das aus irgendeinem Grund total die Grafik. Also ich bin immer traurig, wenn ich irgendwie ein Video mache und hochlade und es sieht dann halt halb so gut aus wie auf meinem Rechner. Ist einfach ein bisschen schade. Ja, aber ich denke mal, da muss man auch selber so ein bisschen bei sich anfangen, sag ich jetzt mal. Und wie bei jedem anderen Spiel, sag ich jetzt mal, ne, das sind ja nicht nur Spiele, das sind ja auch Simulationen, aber wie bei jedem anderen Spiel, was will ich? Reicht mir gute Grafik? Ist mir das am wichtigsten? Setze ich jetzt mehr Wert auf Inhalt und wie genau dieser Inhalt oder wie reichhaltig dieser Inhalt ist? Und ist mir dafür die Grafik aber ein bisschen zweigrangig? Und da kann man auch in anderen Bereichen von PC und so weiter, kann man da durchaus schon Unterschiede sehen, ne? Wenn man jetzt sich überlegt, wenn man sich so einen Shooter zulegt, der jetzt neu rauskommt, boah, super geile Grafik, aber Inhalt, naja, nach 8 Stunden durch und dafür hast du dann 50-60 Euro bezahlt, könnte man sich was anderes überlegen.
Und wenn man dann R-Factor 2 sieht, na gut, die Grafik ist jetzt nicht unbedingt State of the Art, also das Neueste vom Neuesten, das Beste vom Besten, aber dafür sind die Berechnungen, die im Hintergrund laufen, relativ ausgefeilt und genau, wenn man sich überlegt, dass auch wirklich der Reifen auf der Felge sich links, rechts bewegt, zusammengedrückt wird und das dann auch berechnet wird, was mit dem Reifen passiert und so weiter und so fort. Und das braucht ja auch irgendwo Rechenleistung und alles Mögliche, ne? Und da muss man auch irgendwo sehen, ja, darauf lege ich zum Beispiel viel mehr Wert, als dass dann wirklich die Grafik bling bling und so weiter ist, ne? Ja, da ist mir auch schon was Schlimmes passiert. Also das war für ein DSFM-Rennen bei Simracing Deutschland. Ich hatte irgendwann mal aus irgendeinem Grund die Grafikdetails runtergestellt. Ist mir mal so nach einer Dreiviertelstunde oder so aufgefallen, als ich aus der Box fuhr. Ey, das ist irgendwie hässlich hier. Dann habe ich mal reingeguckt und dann bin ich, glaube ich, fast eine Stunde mit komplett niedrigen Settings gefahren, aber mir ist es überhaupt nicht aufgefallen. Ja, das sehe ich dann mal, wenn ich dann in der Box mal die Kameras wechsle und so, dann denke ich, oh, schrecklich, ne, weil ich hatte den Texturdetail auf Low, dann ist das halt eine wirkliche Pixelwüste. Auf High ist das natürlich ganz anders, aber ja, wenn man dann drin sitzt und am Zeitenjagen ist oder so, dann fällt mir das sowas halt einfach gar nicht mehr auf. Ja, ne, auch die ganzen Details wie Streckenposten am Streckenrand oder sowas, was interessiert mich das? Auf die achte ich nicht. Das Einzige, was mich interessiert, bewegt sich da was Gelbes oder Rotes oder sonst irgendwas, ne? So, da gibt's auch jemanden, der hat bei uns im Forum einen schönen Spruch in der Signatur und der sagt, letztlich ganz wortwörtlich wiedergegeben, aber schöne Grafik ist nur was für langsame Fahrer. Die haben wenigstens Zeit zum Gucken. Du meinst den Michael Titschmann. Ganz genau den meine ich. So Leute, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich sehe es. Zwischen Platz 3 bis Platz 9 ist es sau eng. Der neue Teamkollege vom Martin Pfalz, der Adrian, der macht hier auch einen ganz guten Job. 47,6 auf Platz 6 liegend. Alle 2, 4, 6, alle 7 Fahrer liegen in der 47er Zeit. Also da wird es gleich ganz eng im Rennen, denke ich. Ja, also das Potenzial ist auf jeden Fall gegeben. Abstand zwischen Platz 2 und 3, 2 Zehntel. Abstand zwischen Platz 3 und 4, 2 Zehntel. Abstand zwischen Platz 4 und 5, 1 Zehntel. Und so weiter. So geht das immer weiter. Da könnte sich so einiges tun und so einige Kämpfe bilden. Und besonders, es ist eine enge, kleine Strecke. Man steht sich gleich relativ auf den Füßen. Ja, mal schauen. Und auch wenn der Erste, wie sonst, auch wenn es mal nicht Jesper Nielsen ist, dem Feld wegfährt, aber zumindest dahinter, sind ja genug Leute da, die für Spannung sorgen können. Allerhöchstens kann man dann noch hoffen, dass sich dann eventuelle Unfälle, Drängeleien oder Fehler der Fahrer in Grenzen halten, sodass man dann keine Überholmanöver durch Rausrutscher oder Dreher sieht, sondern eben hart ausgefochtene. Das wollen wir ja sehen. Ja, mal so eine dämliche Frage von mir jetzt. Wie läuft denn in Raceroom das mit dem Rennstart so ab? Hat man da halt volle Kontrolle oder ist das eher wie so Assetto Corsa, wo man dann im Prinzip ab Licht aus erst einen Gang einlegen kann, oder kann man hier auch wirklich Fehlstarts machen? Du kannst hier auch einen Frühstart machen, ja. Ah, okay. Ja, weil aber so was wie eine Einführungsrunde oder so ein Kram, dass man sich auch noch selber positioniert, das gibt's nicht. Ja gut, das ist jetzt, das ist immer ganz schön, finde ich, für einen Stream, und wenn so ein längeres Rennen ist, dann ist das auch so als Fahrer ein bisschen, ja, nochmal so, kommt immer nochmal so ein bisschen Kribbeln auf, wenn man auf Einführungsrunde unterwegs ist. Oder ist der Heinemann schon wieder neben der Strecke? Also, wenn er im Rennen so weitermacht, dann wird es auch doch, glaube ich, noch ganz schön spannend, wenn er so oft neben der Strecke ist. Ja, ne, schnelle Zeiten lohnen sich nur, wenn man zwischendurch nicht in die Wand fährt. Ja, also man sieht auch, sein Auto ist wirklich sehr nervös immer unterwegs hier. Ja, aber beim Tim ist es wirklich so, ich stand jetzt zweimal hinter ihm auf der Simracing Expo. Oh, der ist schon mal, wieder, ja. Mal ganz doof gesagt, der fährt wirklich so scheiße. Also, nein, so wirklich echt extrem hart am Limit, da kommst du halt an diese Zeiten ran, ne? Oh, jetzt und, macht er noch ein Handbrake, nicht ganz. Ein Handbrake und, auch auf der Expo, also die Top-Fahrer, die vorne gefahren sind, ne, die sind da manchmal durch die Kurven geflogen in Race Room. Da habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
Ja, da gibt es ja auch so einen schönen amerikanischen Spruch, den habe ich auch aus der NASCAR, und da sagen die immer, loose is fast. Also nur ein unruhiges Auto ist ein schnelles Auto, wenn man das dann nur maximal ausnutzt. Jeder, der mit einem stabilen Auto durch die Kurve fährt, war zu langsam. Ja, da muss man sagen, das kommt, finde ich, immer extrem auf die Autos an, aber auch immer auf die Simulation. Also Raceroom bin ich jetzt noch nicht so oft gefahren. Aber wenn ich mir jetzt mal so den Vergleich angucke, wenn man jetzt auch von so sich mal so Liga-Streams anguckt, so R-Faktor 1 gegen R-Faktor 2, da sieht man doch schon ganz schön einen Unterschied. Also in R-Faktor 1 wurde es doch sehr stark belohnt, wenn man doch sozusagen immer ein bisschen die Reifen blockiert hat in die Kurve rein, immer ein bisschen übersteuern hatte. Das hat sich bei R-Faktor 2 so extrem gelegt, ganz am Anfang. Wo es eigentlich die Tendenz war, dass alle Autos vorne mehr Reifenabrieb haben, weil dann willst du kein zu nervöses Auto haben, weil du willst nicht, dass du irgendwie auf die Vorderachse schiebst oder was auch immer. Das hat sich jetzt also ein bisschen gelegt, dass man die Autos doch ein bisschen nervöser fahren kann, aber man muss doch noch immer sehr sauber unterwegs sein. Ich denke mal, das ist, wenn in Raceroom dann noch Reifenverschleiß mit da reinkommt, ja, auch so eine Sache, wo man dann dran arbeiten muss, weil ganz am Anfang in R-Faktor 2, wo es gar keinen Reifenverschleiß war, gab, da war es auch, da hat man halt in die Kurve eingelenkt und dann ist man so total rein, wie es geht und hat geguckt, dass man am Ende lebendig rauskommt, weil Reifen waren ja egal. Ja, so sieht es auch im Moment in Raceroom ein bisschen aus. Ich hoffe, aber das sind gerade so Autos, wo man halt schon ein bisschen nervöser mitfahren kann, so alte DTM-Autos. Ja, klar, natürlich. Also ich hoffe ja mal, dass jetzt so dem nächsten Patch kommt, der das Ganze ein bisschen ligafreundlich macht, dass man ja halt so fixe Einstellungen machen kann, die wir einfach im Ligabetrieb brauchen. Da vermisse ich so ein paar Sachen. Ja, okay, man muss aber sagen, man sieht ja auch, wenn man das ganze Spiel erstmal startet und dann hier Multiplayer, da steht ja dann auch noch Alpha dahinter. Ne? Also da bin ich auch, muss ich sagen, so ein bisschen enttäuscht, dass sie da nicht ein bisschen schneller in die Pötte kommen, weil Content schieben sie ja nach, aber Multiplayer nach wie lange? Jetzt anderthalb, zwei Jahren oder wie lange das jetzt so halbwegs auf dem Markt ist, immer noch Alpha? Ne? Nein, aber es ist okay, es hat gedauert und als der Multiplayer rauskam, er läuft, es funktioniert. Ja, aber wie gesagt, der Fortschritt ist mir halt bloß ein bisschen. Ich sag jetzt nicht, ey, was habt ihr für eine Scheiße gebaut, sondern so ein bisschen schneller könnte es auf jeden Fall gehen. Ja, also das stimmt schon. Ich bin jetzt also kein absoluter Experte, aber soweit ich weiß, ist, sagen wir mal, von den Grundzügen unten drunter wird ja noch die R-Faktor 1 Engine verwendet. Ich weiß aber nicht, in welchem Ausmaß. Deswegen hat mich das eigentlich so ein bisschen gewundert, dass es damals... Wo jetzt? In Raceroom oder in R-Faktor 2? Ja, in Raceroom. Okay. Also zumindest ein Teil von der Physik und so, weiß ich, ist auf jeden Fall noch die alte G-Motor 2 Engine. Deswegen hat mich das damals so gewundert, dass das mit dem Multiplayer so lange gedauert hat, weil ich ja eigentlich gedacht habe, okay, wenn da unten so ein bisschen R-Faktor 1 so unten drunter schlummert, da gab es ja eigentlich schon einen sehr vernünftigen Multiplayer. Ja, okay, aber ich sag mal so, das Matchmaking und so weiter ist hier ja, glaube ich, auch ein ganz klein bisschen anders. Also ich denke mal, da wurde doch dann doch viel Eigenes noch gemacht. Also ja, das nehme ich beim mal Multiplayer an. So Netcode und so weiter, nur wenn man sich die Engine da geholt hat, muss das Ganze ja noch nicht kompatibel mit seiner Serverstruktur sein. Und so, ich muss jetzt mal eben hier aufs Qualifying eingehen, weil wir haben die letzte Runde und im Moment sieht es so aus, auf der 1 Tim Heinemann, dahinter auf der 2 Marco Müller, dann Platz 3 Timo Hartmann, Dirk Buscher hat sie auf die 4 geschoben, Michael Falz auf der 5, Adrian auf der 6, Martin Falz auf der 7, Josef Verwerker auf der 8 und auf der 9, wenn ich das richtig sehe, war Danny Kremer gewesen. Jawohl, so. Und wir sind in der Startaufstellung. Das Rennen beginnt in 4 Sekunden. Ja, und mal kein Audi auf der Pole Position. Ja, und das Rennen ist gestartet. Und am besten Heinemann, sehr guter Start, gleich eine Länge oder zwei gewonnen. Ja, und Marco hat einen Platz verloren. Konnte sich der Timo da vorbeischmuggeln. Ja, da können wir direkt mal kicken hier. Alles schön sauber durchgekommen, so wie das hier aussieht. Keine Rempler, keiner ist raus ins Kiesbett. Jawohl. Ja, Marco hat sogar noch einen Platz verloren. Jetzt auf der 4. Michael Falz ist da dran vorbei. Auch Dirk Busche konnte sich an... Ey, Marco, was ist da passiert? Marco zurückgefallen auf Platz 6.
Dafür konnte jetzt Danny Kremer sich gleich an zwei vorbeischieben, nämlich an Martin Fals und an Joseph Verwerker. Ja, und zumindest, dass er auf Platz 6 zurückfällt, hat der Marco dann sich wieder zurückgeboxt auf Platz 5. Und wieder zurück. So, Danny Kremer hier leicht eingebeult, liegt auf der 7 und hat da seinen Teamkollegen, den Danny Kremer, im Nacken. Dreht er sich weg und schlägt ein und ist irgendwo gelandet, wo er nicht hingehört. Nee, doch nicht, da ist er wieder. Das war ein Lag. Jetzt nochmal gedreht, das war ein Lag, genau. Nee, das ist gerade echt. Der hat eine schlechte Verbindung, deswegen interpretiert das Ganze das manchmal ein bisschen anders. Das sieht nämlich immer so aus, als würde er quer stehen und drift und wird von der Strecke wegfahren und dann wie jetzt und dann auf einmal ist er wieder da. Er hat eine sehr schlechte Verbindung. Hoffen wir halt nur, dass die Verbindung von ihm sich nicht auf den Server auswirkt. Ist immer stressig, um jemanden, der eine schlechte Verbindung hat, herumzufahren, weil man meistens nie so genau weiß, wo er gerade ist. So, Martin Fals hier im Kampf mit Danny Kremer im Moment. Ja, aber der Team macht seine ursprüngliche Taktik. Wenn da einer hinten ankommt, fährt einer links, einer rechts und dann musst du gucken, wie du vorbeikommst. Natürlich nicht komplettes Blocken, aber... Ja, einfach mal freundlich anklopfen. Ja. Ah, da macht er innen zu. Jetzt Kurve 1 wird interessant. Ja, da konnte Adrian Brüssel, also der Adrian halt, ist irgendwo im Kiesbett gelandet. Den haben sie jetzt alle drei geschluckt. Vorher ja, und auf Platz Danny ist da auf Augenhöhe, aber muss da zurückstecken. Jetzt der Konter ist okay. Jetzt innen. Und dran vorbei. Da hat er aber auch schön Platz gelassen, der Martin. Eigentlich schon fast mehr als gemusst hätte, aber dann lieber sauber als ein Unfall. So, aber hier, Michael Fals und Marco Müller sind das. Ja, Marco jetzt auch wieder zurück auf der 4, aber im harten Zweikampf. Vorne hat sich das Ganze ein bisschen verteilt. Timo Hartmann, Dirk Busche, Marco Müller mit jeweils Abstand von einer Sekunde zueinander. Also Platz 2, 3 und 4. Und Tim fährt da vorne mit über einer Sekunde weg. Ja, pro Runde. Pro Runde. Naja, also das, was wir prophezeit hatten, dass der Tim da in seiner eigenen Klasse fährt, ist dann auch eingetreten. So, der zurückgefallene Adrian, den Nachnamen kann ich nicht aussprechen, jetzt auch vorbei an Danny Kremer, der jetzt auf den letzten Platz zurückgefallen ist. Ja, und hier Marco kommt da langsam an Dirk Busche ran, nur noch 70 Sekunden. Ja, Michael Fals hält sich so ein bisschen als Schatten hinten. Mal sehen, ob er auch auf den Dirk Busche aufschließen kann. Das sieht nämlich so ein bisschen nach einem Dreierpaket aus. Spätestens wenn der Marco so ein bisschen aufläuft und nicht sofort vorbeikommt. Ja, dahinter hat sich das Feld ein bisschen jetzt sortiert. Joseph Verwerker auf der 6, Martin Fals auf 7, Adrian auf der 8 und Danny Kremer auf der 9. Schauen wir aber mal, was der Führende da macht. Tim Heinemann. Da haben wir ihn im Bild. Ja, er fährt hier natürlich vorne frei weg. Mittlerweile etwas über 6 Sekunden. Da braucht er jetzt nicht mehr so auf der letzten Rille fahren. Und ja, wenn das da hier keinen Fehler gibt, ist das Ding für ihn hier gelaufen. Ja gut, ist natürlich, wie wir schon gesagt haben, das Leben am Limit ist gefährlich. Man hat auch gesehen, wie man im Quali so ein paar Mal ins Kiesbett ausgeritten ist.
Aber ich denke mal, der ist erfahren genug, dass er, wenn er sieht, boah, ich bin eine Sekunde schneller als alle anderen, da nicht bis auf die letzte Rille immer überall fährt und da ist schon so ein bisschen auf Sicherheit fährt, dann braucht er auch nichts zu riskieren, er ist ja weit schneller wie alle anderen. Ja, ich hoffe mal, dass wir den Tim und den Jasper auch in der nächsten Season begrüßen können und dass die dann da mal zeigen, was so geht. Ja, und ich kann auch nur jedem empfehlen, wenn man was lernen will, muss man sich mit Leuten auseinandersetzen, die besser sind wie man selbst. Von denen kann man sich was abgucken, von denen lernt man was. Ah, Marco Müller ist da immer noch im Kampf jetzt mit Dirk Busche, der ist nämlich da dran jetzt vorbei. Da gehen wir mal hin. So, ich glaube, ich muss mich jetzt mal etwas verabschieden. Ich bin leider im Stream sowieso etwas zu weit hinterher. Könntet ihr mich vielleicht irgendwo anders hin verschieben? Ja, Moment. So, Michael Pfalz ist da jetzt an Dirk Busche dran, während Marco sich da vorne jetzt absetzen kann und die Jagd auf Timo Hartmann eröffnet hat. Aber was geht hier? Taxi gegen Taxi. Ja, Dirk Busche gegen Michael Pfalz. Wie ich gesagt habe, Michael Pfalz im Schatten von Marco Müller mit rangezogen an Dirk Busche. Und dann mal sehen, ob er ihn angreifen kann oder ob er nur mitfahren kann. Ja, immerhin geht es hier um Platz 4 und 5, ne? Also ein weiter nach vorne wäre schon nicht verkehrt, weil weiter, glaube ich, wird es für beide nicht gehen, wenn Marco da keinen Fehler macht. Timo auf der 2, natürlich eine ja, sehr gute Platzierung. Ja, hat natürlich davon profitiert, dass der Marco erstmal zurückgefallen ist und erstmal so ein bisschen im Verkehr nach dem Start hängen geblieben ist. Muss man jetzt mal gucken, im Moment kann er sich jetzt nicht direkt absetzen, auch der Abstand zum Timo bleibt einigermaßen gleich. Ob er den da wieder unter Druck setzen kann, ist natürlich immer stressig, wenn man erstmal im Zweikampf sitzt. Dann muss man erst dann wieder, wenn man frei fahren kann, seine Linie wiederfinden und seinen Rhythmus wieder reinsetzen. Aber ich denke mal, der Marco wird das auch relativ schnell schaffen. Hier sieht man auch, wie man ganz kleine Lücke schon mal auf ist. Aber hier der Busche und Michael Pfalz ist klar, erstmal der Zweikampf, hier sieht man es auch, das Anbremsen kommt schon, sauber in offen gelassen, hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr verteidigen können. Ja, mal sehen, ob wir jetzt hier den Gegenangriff sehen oder ob Michael sich da jetzt von Dirk absetzen kann. Ja, also er ist ja da mit dem Marco rangefahren, also schneller scheint er zumindest zu sein. Aber es ist immer eine Sache, wenn man frisch hinter jemanden, an jemanden vorbeigefahren ist, aber es sieht hier nicht so aus. Da ist ja auch schon ein, zwei Autolängen Platz jetzt mittlerweile in der kurzen Zeit. Also ich denke mal, da hat der Dirk auch gesehen, ah, der ist ungefähr genauso schnell wie der Marco und hat sich da auch nicht groß gewehrt. Kann natürlich auch sein, dass Dirk das Ganze ruhig angehen lässt, weil Dirk ist ja jetzt in Raceroom ja, nicht unerfahren. Der ja, Dirk ist, ich würde fast sagen, so ein kleiner Suchtbolzen. Ich habe ihn ja persönlich kennengelernt bei der GT Masters am Ring dieses Jahr. Dort Marco und Dirk hatten mich ja da auch eingeladen zu den Rollerjungs. Und die hatten da einen Raceroom stehen gehabt und also wenn ich gewollt hätte, mich da reinzusetzen, da hätte ich mich dann schon ja gegenüber dem Dirk aufbauen müssen. Dirk war echt, das war echt hart. Also hier, sobald das Ding frei war, saß der drin, ne? Da gibt es ja nichts. Aber er hat auch richtig Spaß bei der Sache. Also er fährt sehr gerne, er fährt auch sehr gut, also gar keine Frage. Ja, also ich denke mal, dass da auch die Erfahrung ein bisschen mitspielt, dass es da ja in den 90 Minuten etwas rüber angehen lässt, vielleicht erstmal dran bleibt und den Michael vielleicht noch in den Fehler reintreibt.
Ja, im Moment sieht es aber weniger danach aus, als könnte er ihn in irgendwas reintreiben. Da sieht es eher aus, als könnte Michael da wegfahren. Aber ist klar, hat man jemanden im Rückspiegel, empfindet man immer auch so ein bisschen Druck. Man muss halt seine Konzentration ein bisschen aufteilen, sag ich jetzt mal. Man guckt halt immer mal wieder in den Rückspiegel und schätzt ab, kommt der näher oder fahre ich ihm weg? Naja, aber guck mal, jetzt kommt er schon wieder näher. Ja, sag ich ja, wenn man nicht 100% seiner Konzentration nach vorne richtet, macht man hin und wieder halt auch mal einen Fehler. Man darf halt nur nicht ganz aus dem Rückspiegel verschwinden, aber irgendwann, wenn man wirklich langsamer ist wie der Gegner, dann passiert das halt auch mal. Und spätestens, wenn der Vorausfahrende sieht, mit jeder Runde knabber ich dem ein bisschen was ab und fahre dem immer wieder ein Stück weg. Wenn ich über Startziel fahre, ist er immer ein Stück weiter weg, dann hört man auch auf. Also man schaut dann immer weniger halt in den Rückspiegel und fährt dann auch immer sicherer. So, gehen wir mal ein Stückchen weiter nach hinten. Auf Platz 7, Martin Pfalz. Ja, da gab es ja jetzt eine Namensänderung. Bisher fuhr Martin ja alleine als Martin Pfalz Team. Jetzt hat er sich einen Teamkollegen mit hinzugebracht, und zwar den Adrian, der direkt dahinter ist. Und die sind jetzt hier als Chaos-Team unterwegs. Ja, aber Chaos ohne H, nur mit C. So, da haben wir den Adrian, heute sein erstes Rennen hier. Ja, zum Adrian kann ich leider noch gar nicht wirklich viel erzählen, inwieweit er da Erfahrung hat im Rennbetrieb, im Bereich Race Room, das habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, auch ich sehe den Namen zum ersten Mal, also egal wo ich bis jetzt gefahren bin, ist mir der Name zumindest noch nicht untergekommen. Und im Moment hat er auch nicht gerade viel, woran er sich beweisen könnte, weil er fährt relativ allein auf weiter Flur. Ja, auf der 9 haben wir Danny Krämer, vorne zerbeult, hinten zerbeult. Ja, wie gesagt, er hatte ja so ein bisschen die schlechte Verbindung, und dann braucht man sich nicht wundern, wenn man hin und wieder auch mal Kontakt hat. Aber so. Mittlerweile Marco Müller vorne ran an Timo Hartmann. Da ging es aber mal ganz schnell. Ich habe das so ein bisschen beobachtet zwischendurch. Ja. Da ist er immer so an der 2-Sekunden-Grenze entlang geschrappt, aber kam nie und so richtig ran. Und auf einmal ran. Ging das Ding schlagartig grün. Genau, da hat, glaube ich, der Timo sich von den Zeiten so ein bisschen unter Druck setzen lassen und vielleicht mal einen Fehler gemacht. Wäre jetzt so meine Vermutung. Ne, Replays gibt es ja immer noch nicht, deswegen können wir da nichts nachreichen. Ja, und Tim Heinemann auf der 1 mittlerweile 13 Sekunden rausgefahren. Also ich sage, das ist. Das wäre echt schade, dass Jasper nicht da ist. Das wäre sehr interessant geworden mit den beiden. Ja, absolut. Und man darf auch immer gucken, wenn man mal jemanden hat, der vorneweg absolut sicher fährt und da Zeiten reinbrennt und so weiter und fort. Sobald die mal unter Druck geraten, weil dann wirklich jemand noch mithalten kann, ist das wieder eine ganz andere Sache. Ja. Weil dann wird man in seinem Rhythmus gestört, kann sich nicht hundertprozentig auf sein Fahren konzentrieren, und dann wird das Ganze wieder etwas spannender. Aber hier sehen wir auch, Marco Müller zwar jetzt rangefahren, aber vorbeifahren sieht anders aus. Das ist wieder auch was ganz anderes. Und Brands Hatch nicht unbedingt, sag ich jetzt mal, wenn beide Fahrer absolut gleich stark sind, die überholfreudigste Strecke. Gibt natürlich so die eine oder andere Möglichkeit, aber so eine kilometerlange Gerade wie in Abu Dhabi oder sowas ist hier halt nicht. Ja, die Autos bieten natürlich auch nicht unbedingt viel Windschatten. Ja, obwohl mit den kantigen Frontpartien der Autos müssten sie ja eigentlich schon ein ziemliches Loch im Wind reißen, ne? Ja, langsam wird's ja echt interessant. Ich glaube, Timo ist ganz gut am Spitzen. Ja, soll er auch. Wofür sind sie denn da? Um uns zu erheitern. Los, gebt alles! Ja, Letter, die schnellste Butter im Feld. Ja. Bloß nicht drauf ausrutschen.
So, auch Dirk Busche ist da an Michael Falz ran. Das sehen wir nämlich da hinten. Da oder immer noch an Michael Falz ran. Ja. Glaube ich, das trifft eher zu. Ja, so langsam müsste der Dirk da den Sack zumachen. Noch knapp 14 Minuten. Der wurde ja eigentlich erst von Michael Falz überholt und bleibt jetzt halt dran. Ich glaube, damit hat er genug zu knabbern. Aber er bleibt konstant dran, also kann da zumindest mithalten, sage ich jetzt mal. So, und ich sehe einen Ausfall. Ja, der Adrian. Nein, einen Boxenstopp sehen wir. Adrian an der Box. Oha, hat er sich zu wenig Sprit? Ich weiß es nicht. So, jetzt müsste aber hier langsam mal was passieren. Dirk Busche, das sind nur noch 300. Er kann also quasi schon gucken, was da im Kofferraum liegt, vorne beim Michael. Und auch Marco und Timo, das sind nur 800. Ja, der Marco hat eben einen kleinen Fehler gemacht beim Hinterherfahren, musste da ein bisschen von seiner Linie runter und hatte dann kurzzeitig mal eine Sekunde Abstand. Hat man noch ganz kurz gesehen, bevor du hierhin geschaltet hast. Und jetzt knabbert er sich langsam wieder ran. Ja, also hier der Abstand sehr konstant. Und Dirk baut den Druck jetzt auf Michael. Ja, vorher sah es ein bisschen so aus, als könnte er sich ein bisschen absetzen. Pustekuchen hat sich irgendwann stabilisiert. Und jetzt kommt er wieder ran. Aber unter Druck setzen sieht trotzdem so ein bisschen anders aus. Weil bis jetzt konnte er zumindest noch nicht daneben fahren. Also da kann sich der Michael immer so ein bisschen retten. An den Stellen, wo er vielleicht überholen könnte, ist er zu weit weg. Ja, aber wenn du einen hinter dir hast, den du einfach nicht los wirst, da steigt der Puls. Ja, das auf jeden Fall, das ist klar. Aber wie gesagt, so richtiger Druck sieht anders aus. So, gehen wir nochmal hier vorne hin auf den Timo. Ja, immer noch Marco Müller im Heck, aber nicht ganz so dicht wie vorher. Aber das kommt wieder. Ah, da stand er quer. Das hat Zeit gekostet. Ja, für Timo wäre ein zweiter Platz ein Spitzenergebnis, nachdem es ja in den letzten paar Rennen nicht immer so gut funktioniert hat. Auch im Hinblick auf das teaminterne Duell. Ob da der Tarek jetzt an seinem Mobiltelefon am Stream sitzt und schon die Zähne klammert und dann hier, komm Marco, hol ihn dir! Na, ich denke mal, der Tarek, der wird jetzt schon alle Patienten ins Bett gelegt haben und ist auf dem Weg nach Hause. Ja, doch schnell das zweite Rennen mitfahren. Ja, vorneweg Tim Heinemann, 46.414 in der letzten Runde. Ja, nur noch 2/10 von seiner Quali-Zeit entfernt. Und der ist hier immer noch gut am Angasen. Ja, ich denke mal, der hat jetzt sich in seinen Rhythmus gearbeitet. Hat jetzt den Tunnelblick. So ungefähr, ja. Und jedes Abweichen von diesem Rhythmus, wie damals Senna in Monaco, auf einmal verhält sich das Auto anders, wenn man was anders macht, ne? Wenn man dann ein bisschen weicher früher bremst, ein bisschen später aufs Gas geht, und dann muss man auch ein bisschen anders einlenken, dann verändert sich der Rhythmus. Und wenn man dann einfach, weil es hier ja keinen Reifenabrieb gibt, in seinem Rhythmus drin bleibt, dann kann man da auch nicht so viel falsch machen. Dann ist ein Umstellen vom Rhythmus gefährlicher. Und da ist Marco Müller vorbei. Das wird Timo jetzt ein bisschen ärgern. Ja, 20 Minuten lang auf der 2. Und dann 10 Minuten vor Rennende den Platz abgeben. Das ist natürlich bitter. Aber trotzdem immer noch ein sehr gutes Ergebnis für den Timo. Es ist auf jeden Fall ein Treppchen drin. So, gehen wir mal auf den nächsten Streithammel. Bin ich nicht fertig hier. Da. So, da haben wir ihn. Ja. Da noch unverändert immer noch Dirk Busche hinter Michael Falz.
weiterhin ein Ärgernis im Rückspiegel. Aber immer noch mehr wie den Ferndruck kann er nicht ausüben. So wenigstens dann hier, so Richtung Startziel, dass man direkt dran ist, dass man da vielleicht den anderen auf eine andere Linie zwingen kann, dass man mehr Schwung irgendwo mitnehmen könnte. Hier, wenn man hier den Gegner auf die Innenbahn zwingen könnte, dass man da mehr Schwung mit rausnimmt. Joseph hat sich da eben gerade gedreht, auf Startziel habe ich gesehen. Und dann könnte man spätestens hier, wo eine enge Kurve kommt, sich vielleicht innen daneben bremsen oder so. Aber bisher das nicht unbedingt drin. Ja, Platz 7, Martin Faltz. Da dürfte eigentlich jetzt in den letzten 8 Minuten nicht mehr viel anbrennen. Einen Fehler darf er nicht machen, denn die Krämer ist nur 5 Sekunden dahinter. Und ich glaube, Adrian, irgendwas ist da wieder, weil der wird mir ohne Abstand angezeigt. Da haben wir ihn, der ist schon überrundet. Alles klar, deswegen. Durch den Boxenstopp, den er da eben hatte. Deswegen wird mir kein Abstand angezeigt. Alles klar. Also da auch noch kleine Schwächen im System bei uns. Der hat einen Kofferraumdeckel nicht richtig zugemacht. Ja. Vorne Timo Hartmann kann mit Marco Müller nicht mithalten. Jetzt schon 2 Sekunden Abstand. Ja, Tim Heinemann flügt jetzt hier durchs Feld. Wenn ich es richtig gesehen habe, müsste der jetzt an Adrian da vorne dran sein. Entweder ist es Adrian oder Martin, einer von beiden. Das müsste wenn dann, glaube ich, Martin sein, weil dann Adrian müsste durch den Boxenstopp schon vorbei sein. Das ist ja eine sehr kurze Runde hier. Wenn er allein 10, 20 Sekunden an der Box gestanden hat, dann war der Tim schon vorbei. So, und Dirk muss es jetzt machen. Ja. So ein paar Minuten hat er noch. Das sind so hier 8 bis 10 Runden vielleicht maximal. Also so langsam. Muss er ein bisschen hinmachen. Ja, Michael Faltz auf jeden Fall hier eine sehr, sehr gute Leistung. Platz 4. 47,652. Nicht schlecht. Ja, man muss natürlich auch sagen, dass so ein paar Namen, die sich gebildet haben hier, auch fehlen, wie zum Beispiel Markus Gerzak. Ja, sonst, schade eigentlich. Ne, der sonst immer ein relativ sicherer Podiumskandidat war. Auf jeden Fall. Ja, da stand ja mal im Raum, ob man vielleicht bei uns in der Rennserie auch mal mitten in der Saison die Autos wechseln könnte. Glaube ich, dass er das war, wenn ich mich recht entsinne. Ja, der war auf dem Ford. Er war auf dem Ford und hatte dann gefragt, ob er auf dem BMW wechseln kann. Jetzt für die letzten beiden Strecken. Ja, da kann man auch nur sagen, da hätte ich eigentlich ganz gerne, dass die Fahrer dann noch so ein bisschen weiter diskutieren, weil es eigentlich eine Frage, die man jetzt nicht von oben herab beantworten sollte, weil ich sag mal, es ist jetzt nicht der große Aufwand, hier müssen nicht unbedingt die riesen Skins gemacht werden, aber da sollten auch die Fahrer so ein bisschen ihren Senf dazugeben, ob man das machen dürfen sollte oder ob man dann lieber, nee, sei dir lieber sicher, was du am Anfang der Saison dir aussuchst, weil ansonsten geht das rum, jetzt kommen 2 so Strecken, also suche ich mir das Auto aus, jetzt kommen 2 so Strecken, also wechsle ich wieder das Auto, das ist auch für die Zuschauer dann vielleicht nicht so schön und da sollte man noch ein bisschen drüber diskutieren, finde ich. Ja, aber ich sag auch, es ist eine Testsaison und wie der Name schon sagt, es wird getestet. Wenn wir jetzt hier in den festen Ligabetrieb gehen, da muss man sich im Klaren sein, was man fahren will. Das ist schon richtig. Ja, also auf jeden Fall sollte es nicht so ausarten, dass man jederzeit, wie man will, das Auto wechseln sollte. Da sollte es schon bestimmte Rahmenbedingungen geben. Und im Endeffekt sollte auch jeder Fahrer so ein bisschen eigenverantwortlich selbst für sich dann eben auch, bevor er sich für ein Auto entscheidet, dann rausfinden, ob er das Auto auch gut findet und damit dann auch fahren will.
Wenn man dann mit dem Auto sich dann entscheidet und sagt, boah, das ist gut und sieht dann, ich fahre dann hinterher, ich probiere dann doch lieber mal ein anderes aus, das ist vielleicht auch nicht unbedingt die richtige Einstellung. Aber es kann durchaus Gründe geben, warum man ein Auto wechseln will, kann, darf, muss, soll. Aber wie gesagt, so ein paar Rahmenbedingungen sollten da abgesteckt werden. Und wie gesagt, da sollte halt auch von den Fahrern noch so ein bisschen diskutiert werden, dass die ihre Meinung dazu abgeben. Vielleicht kommt auch die eine oder andere gute Idee dabei rum. Und so eine Diskussion an sich ist ja nichts Schlimmes. Nö. So, Dirk Busche kriegt es ja irgendwie nicht auf die Kette. Unter 500 kommt er da einfach nicht ran. Michael hat echt gute Nerven, kann sich da gegen den Dirk behaupten. Ja, aber es ist halt wichtig, er lässt den Druck nicht abreißen. So hat er bis zum Schluss noch Chancen. Niemand ist gegen vielleicht noch einen Fehler gefeit. Und wie du schon sagst, ist der Michael zeigt hier wenig Ansätze, dass er da vielleicht in einen Fehler getrieben wird. Also ich denke, da wird auch der Dirk, wenn dann aus eigener Kraft vorbeikommen müssen. Und dafür so müsste er noch so eine kleine Schippe drauflegen. Ja, gehen wir hier mal auf unseren Zappel, Philipp. Danny Krämer auf Platz 8. Da wird es auf jeden Fall nicht mehr weiter nach vorne gehen. Er ist knapp 5,5 Sekunden hinter Martin Faltz. Ja, das ganze Feld hat sich eigentlich jetzt gesetzt und ohne dass sich jemand dreht oder einen Unfall baut, hat eigentlich nur noch Dirk Busche die Möglichkeit, hier noch einen Platz gut zu machen. Ja, Martin Faltz auf der 7. Joseph auf der 8. Nee, bei mir wird Joseph Werwerka auf der 6 geführt und Danny Krämer auf der 8, wo es die ganze Zeit schon war. Mein Fehler. Mach mich nicht nervös. Entschuldigung, ich wollte nur gucken, ob du aufpasst. War ein Test. Okay, bestanden. Jawohl, was kriege ich? Ein Keks? Ja, kannst du haben. Ich schick dir den. So, ja, vorne. Recht unspektakulär. Tim Heinemann auf der 1. Lässt auch hier jetzt nichts mehr anbringen. Zeigt, wo der Frosch die Locken hat. Ja, man sieht auch, dass er wohl jetzt im Moment die Kurven nicht mehr hundertprozentig eng nimmt. Ja. Er könnte, wenn er wollte, aber er will nicht. Ja, warum auch, ne? Ja, ne? Das Ding ist geritzt. Auf der 2 Marco Müller, 30 Sekunden hinterm Tim Heinemann. Das ist eine Hausnummer, ne? 30 Sekunden. Ja, ich sag ja, das wäre mit dem Jesper Nielsen, wenn der heute da gewesen wäre, echt spannend geworden. Aber, ob der Jesper Nielsen nicht mitgefahren ist, weil der Tim Heinemann hier ist? Ach, Quatsch. Ich stell das jetzt einfach mal so in den Raum. Ich denke, Jesper hat ja schon gesagt, ich hatte mich mit dem darüber unterhalten. Und er würde es ja auch, er sagte auch, er würde es begrüßen, wenn Tim Heinemann mitfährt. Er verfolgt ja auch so ein bisschen das ganze Race-Room-Geschehen. Und weiß natürlich auch, dass Tim da im Bereich Race-Room jetzt eine Hausnummer geworden ist. Und er hätte sich auch wirklich gerne mit ihm gemessen. Ich hoffe jetzt im letzten Rennen am Hockenheimring werden wir die Gelegenheit haben. Ich hoffe, dass Tim dann die Zeit hat. Und dann werden wir die zweimal hier im letzten Rennen sehen. Und dann mal sehen, wer hier was rockt. Ja, das hoffe ich auch so ein bisschen, weil den Zweikampf, also da, ja, das würde ich echt gerne sehen. Also das ist wie Schumacher-Häkkinen, so ungefähr, könnte man sagen, damals. Ja, auf jeden Fall ist es was, was für beide interessant ist, weil ich denke mal, dass die beide auf einer Höhe sind. So, Tim Heinemann, die geht jetzt in die letzte Runde. Da bleiben wir da jetzt natürlich drauf. Dirk Busche, 800. hinter Michael Faltz. Irgendwie passiert da nichts mehr. Also man hat gesehen, der Dirk Busche, der ist da nicht unbedingt anscheinend der Brechstangentyp. Oh, jetzt lässt aber Tim das Auto nochmal fliegen hier.
So, letzte Kurve. Ja, und da ist er auch gleich drüber. Jawohl, das war's für Tim Heinemann. Damit haben wir den Sieger des ersten Rennens. Jetzt haben wir noch Marco Müller. Auch er kommt jetzt hier um die letzte Kurve geflogen. Ja, und Timo Hartmann wird sehr wahrscheinlich dann das Podium komplett machen. Schade, dass es bei ihm nicht für den zweiten Platz gereicht hat. Kommt da über Startziel. Ja, und hier die zwei. Ja, sehr, sehr eng. Da haben wir das Ergebnis. Also Michael Faltz vor Dirk Busche auf der 6, Josef Verwerka, Michael Faltz auf der 7, Danny Krämer auf der 8 und Adrian auf der 9. Jetzt muss ich da noch schnell mal einen Screenshot von machen. Das habe ich nämlich vergessen, den Leuten Bescheid zu sagen. So, wir gehen in eine ganz kurze Pause. Ich muss den Server fürs zweite Rennen umstellen. Und dann sind wir in wenigen Minuten wieder bei euch. Also nicht abhauen, dranbleiben. Gleich geht's weiter. Erste Kurve, aufpassen, Kollision verhindern. Das sieht doch ganz gut aus, nächste! Und das Rennen ist gestartet. Mattenfeld kommt gut weg. Genauso wie Körnblut und Daniel. Mit viel Kraft, Platz 8, das gibt das Rennen ist gestartet. Vorne kommen beide ganz gut weg. Im hinteren Feld gibt es viel Rauch, sehr viel Rauch. Was ist das denn da? Heute. Hast du damit gerechnet? Ja, nach dem Start so ein bisschen. Also vorher habe ich natürlich gedacht, ganz klar geführt, konnte den Vorsprung super verwalten, kam eine letzte, vermeintlich letzte Kurve rum, die dann auch letztendlich die letzte war. Willkommen, bitte Master. Ich habe mit dir eingeschrieben, dass du dabei bist. Du sagtest, dass du leider nicht.
gestern war. So, wir sind zurück. Wir haben jetzt noch 6 Minuten Practice. Dann gibt es nochmal 20 Minuten Quali und dann starten wir ins zweite Rennen am heutigen Abend. Ja, erste Rennen war ein bisschen durchwachsen. Dirk Busche ist da nicht richtig aus dem Arsch gekommen, konnte nicht an Michael Falz vorbei. Auf jeden Fall haben die zwei wirklich jetzt die gesamten 30 Minuten ist recht spannend gemacht. Ich hoffe, dass wir das auch im zweiten Teil gleich sehen werden. Ja, Marco konnte sich auf Platz 2 zurückkämpfen, nachdem er den Start verpennt hat. Ja, also an der Stelle, Marco, also 30 Sekunden hinterm ersten, ne? Also wenn mir das passieren würde, das wäre echt peinlich, du. Du musst aber noch ein bisschen üben. Ja, Tim Heinemann, Platz 1, fehlerfreies Rennen hinter sich gebracht. Ja. Viel Gegenwind gab es da nicht. Wie gesagt, schade, dass Jasper nicht da ist. Das wäre echt interessant geworden da vorne. Ich hoffe, in Hockenheim wird Tim nochmal Zeit haben, sprich in 14 Tagen, und nochmal mitfahren. Dann können die zwei mal zeigen,
wer hier die dicken Eier in der Hose hat. Vier Minuten, das ist noch. Momentan 6 Fahrer auf dem Server. Irgendwie fehlen mir hier 4. Ja, was kann ich euch in den kommenden 4 Minuten noch erzählen? Nicht viel. Morgen werde ich zum ersten Mal nach einer recht langen Zeit mal wieder selber ein Rennen fahren. Denn wir von P1 haben ein LMP1 Auto bei der VEC gemeldet, einer Langstreckenserie. Da werde ich euch noch morgen auf Facebook den Link zum Livestream geben. Ich hoffe, ihr verfolgt das. Ich hoffe, ihr drückt uns die Daumen. Es ist ein mega krasses Fahrerfeld. 40 Autos auf der Strecke, 4 Klassen. Die LMP1 Klasse, alles Hardcore-Fahrer. Die ballern da Zeiten raus, also leckt mir am Arsch. Ich fühle mich wie der Bremsklotz. Es wird wirklich sehr, sehr interessant werden, wie gut wir uns zerschlagen werden. Ich hoffe mal, dass wir da irgendwo unter den Top 5 landen, aber mal sehen. Ja, wie gesagt, Facebook morgen gucken, da kloppe ich den Link raus. Um 17 Uhr ist Start und dann geht es 8 Stunden in Silverstone rund. Wir fahren mit Real-Wetter. Ich gehe davon aus, dass wir Regen sehen werden. Ansonsten solltet ihr auf jeden Fall mal ein Auge auf unser Forum haben. In 14 Tagen ist hier in der DTM das letzte Rennen. Und dann geht's in die Planung für den Ligabetrieb mit Raceroom. Mal gucken, ob wir da nicht die Jungs von Roller überredet kriegen, bei uns die Serie mitzufahren. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache, gegen Tim und die anderen Jungs zu fahren. Dann steht natürlich auch noch aus, was wir für eine Serie fahren. Da müssen wir uns jetzt auch mal langsam Gedanken machen, ob wir wieder DTM machen oder ob wir umschwenken auf GT3 Autos oder vielleicht sogar GT2 Autos. Ja, mal schauen. Zum Jahresende wird sich bei uns im Bereich Streaming auch noch ein bisschen was ändern. Ich bin ja im Hintergrund da ein bisschen an ein paar Sachen am Arbeiten, am Ausarbeiten, um euch die Livestreams noch ein bisschen interessanter zu machen, vor allen Dingen was Fahrer und Teams angeht. Aber da will ich jetzt noch nicht zu viel versprechen. Also bis auf den Denny Krämer sind sie jetzt wohl wieder auf dem Server. Waren wir nicht eben 10? Nee, 9. Okay. Ja, mal gucken, ob Tarek es schafft. Im Stream ist er nicht mehr. Ja, hat jetzt noch eine Viertelstunde oder sowas, aber je nachdem, wenn der noch eine Schicht aufgebrummt bekommen hat und dann je nachdem, wann die fertig ist, wenn es knapp wird. So, wir gehen aber jetzt hier ins 20-minütige Quali. Ins zweite am heutigen Abend. Boah, ich muss ja echt sagen, ne, die 3 Wochen da Streaming-Pause, die haben mir echt gut getan.
Ach, das kommt so ein bisschen drauf an. Das ist, ich bleib da lieber so ein bisschen im Schwung, sonst brauche ich wieder Anlauf. Ja, aber so mal 2-3 Wochen Pause, das tut einem echt gut. Es ist ja nicht nur so, dass ich hier Raceboom mache, ich mache ja auch unsere P1 GT, ich mache unsere Events, ich mache die DSFM und ja, ist klar, wenn man da so viel hat, dann ist klar, dann hat man da hin und wieder auch mal Pause nötig. Ja, ich mache ja nur mit dir die DSFM und hier genau das. Ja, aber es schlaucht auch ganz schön. Den ganzen Abend hier roundabout 2 Stunden sabbeln, das ist gar nicht mal so einfach. Ja, heute Abend merke ich es ein bisschen. Ich bin so ein bisschen aus der Form heute. Ja, hör mal auf zu schwächeln hier. Ja. Darf ich auch mal hin und wieder. Die aber nicht heute. Die nächsten 50 Minuten geht's hier rund. Ja, wenn die anderen das Material liefern, dann hau ich rein. Aber ansonsten, wenn die hier Langeweile bieten, dann wird's schwer. Ne, dann ja. So aus nichts noch Gold machen ist heute siehste, halt nicht drin. Ja, siehste, so ging's mir in der Anfangszeit, als wir mit unserer Liga angefangen haben. Wo ich dann, und dann musst du dir mal vorstellen, du bist dann noch alleine. Ja, am Kommentieren. Ja. Und dann zieht sich das Feld und du sitzt dann da und denkst dir, boah, Alter, was hätte ich jetzt alles machen können? Ja, das ist schon manchmal ein bisschen schwer, wenn man sich da echt erstmal einfallen lassen muss, worüber man da redet. Das ist nie besonders schön, aber das ist für die Zuschauer genauso schlecht wie für uns. Ne, das will keiner haben, das wollen wir nicht haben, das wollen die Zuschauer nicht haben. Das ist viel schöner, wenn die alle dicht auf dicht fahren und sich alle... Ja, die müssen sich da bis Messer zwischen die Zähne und dann gib ihm. Ja, so auch nicht unbedingt, aber soll schon ein bisschen Spannung geben. Ne? Wäre ja sonst langweilig. Aber es ist ja im letzten Rennen zumindest gewesen. Wir hatten 2-3-2-Kämpfe, die sich ein bisschen länger hingezogen haben, wo man ein bisschen auch mal was gucken konnte. So soll das ja so ein bisschen sein. Aber jetzt hier, wie im Roulette, neues Spiel, neues Glück, einmal neu verteilen, schafft Timo wieder, Marco Müller Einhalt zu gebieten, diesmal vielleicht vor ihm im Quali zu starten oder muss er ihn wieder beim Start überholen, passiert Marco im nächsten Start wieder, dass er zurückfällt oder hat er dann das nächste Mal einen besseren Start, das können wir doch so ein bisschen auf uns wirken lassen. Ja. Ja, schade, dass heute so viele fehlen. Ich hätte natürlich gern gehabt, wenn Jesper hier gewesen wäre, wenn Markus Gerzak mitgefahren wäre. Der Michael Weber fehlt natürlich auch. Ja, Lewis McLeod, der immer noch seine Internetprobleme anscheinend nicht in den Griff gekriegt hat. Und ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er es nochmal versucht, weil er hat es ja schon ein paar Mal versucht und immer Quali konnte er mitfahren und im Rennen ist er dann irgendwann disconnect. Ja, aber das Problem hat er wohl nur in Weißruhm. Der Lewis, der fährt bei der VEC mit, in R-Faktor 2 in der Langstrecke und da hat er die Probleme nicht gehabt. Ja, und das sind alles Fahrer, die jetzt hier halt leider fehlen. Ne? Das sind, glaube ich, allein schon 6 Stück. Ja, der Micha, der kann ja mit seiner Bratpfannenhand jetzt die Spiegeleier so umdrehen. Ich hoffe mal, dass der in 14 Tagen wieder fit ist. Der hat sich aber auch da auf die Flosse gehauen. Leckt mich an der Foot, ey. Ja, aber vor Unfällen ist halt niemand gefeit. Da kann deine Ferse ein Lied von singen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Hat der sich, der hat auf Facebook hat er ein Foto gepostet, ne? Da hat er sich mit dem Modpack, also was so richtig volle Kanne, dicken, fetten Katschen in die Hand gebellert, ey. Alter, und hat er noch Schwein gehabt, ey. Ist nichts kaputt gegangen, nur halt auf Bratpfannengröße angeschwollen alles. Aber ist natürlich schade, dass der fehlt. Der ist ja über Raceroom zu uns gekommen. Und ich finde es immer schade, wenn Vereinsmitglieder irgendwie nicht fahren können. Das ist echt.
Ja, also ob das jetzt ein Vereinsmitglied ist oder ob der jetzt nicht fahren kann, ist es so oder so schlimm, dass der sich auf die Hand gehauen hat. Der wird noch mehr Sachen im Moment nicht können, als nur hier fahren, als von da toi toi toi. Dass es da möglichst schnell und sauber das Ganze wieder in Ordnung wird. Aber ist klar, wenn du wirklich mal hier sowas hast, dass hier 6 Leute fehlen, dann fehlt dir jeder. Ne? Es ist einfach viel schöner für die Fahrer, für die Zuschauer, wenn man hier mehr Leute auf der Strecke hat. Es ist einfach so, dass man auch viel eher mal einen Gegner findet und mehr Zweikämpfe auch für sich selber auf der Strecke findet, wenn mehr Leute auf der Strecke sind. Man hat mehr Grüppchen, die sich bilden. Man hat mehr Unterschiede, dass der mal vor dem ins Ziel kommt, dann macht er mal einen Fehler, fällt mal 2-3 Plätze zurück, weil da einfach noch mehr Leute auf der Strecke sind und muss ich dann erst wieder zurückkämpfen und solche Sachen. Die passieren halt leider nicht, wenn man mal wirklich ein paar Leute hat, die fehlen, wie jetzt heute zum Beispiel, dass man praktisch 6 Leute vermisst. Ja, wenn, dann kommt es immer faustdick, ne? Ja, ne? Ist schon ein bisschen schade. Und wenn man überlegt, dass wir eigentlich über 20 Anmeldungen hatten, die dann alle so langsam irgendwo dann zurückgezogen haben, das findet man dann irgendwo auch nicht schön. Dann hofft man eigentlich, dass Leute sich für irgendwas anmelden, dann auch irgendwo dabei bleiben. Und tut mir leid, wenn du wirklich mal 20 Leute auf einer Strecke hast und so ein Fahrer fällt, das ist schon was ganz anderes, wie wenn du mit 10 Leuten über die Strecke fährst. Das ist im Quali was ganz anderes, das ist am Start was ganz anderes, das ist im ganzen Rennen was ganz anderes. Und da soll ja im Endeffekt auch die Reise hingehen. Ne? Ja, aber das sind dann auch so die Momente, wo ich mir denke, wo ich weiß, das mit dem Verein war richtig gewesen. Weil ein Vereinsmitglied versucht natürlich immer, alle Rennen zu fahren, während du bei einer kostenlosen Serie nie weißt, wo du dran bist. Ne? Das Ganze wird nicht ernst genommen, die Arbeit, die dahinter steckt, wird belächelt und du weißt nie, was du für ein Grit hast. Ja, das auf jeden Fall, aber vor allem, es ist ja auch, es ist ja nicht nur, dass man für die Fahrer was bieten will, sondern man will ja auch, dass die Fahrer sich auch ein bisschen engagieren, weil ohne, dass sich beide Seiten engagieren, hat man einfach kein schönes Umfeld. Ne, wir sind ja keine Firma, die einfach ein Produkt verkauft, wir sind ein Verein, wie jetzt ein Fußballverein. Und wir sind jetzt kein Riesenverein wie Bayern München, wir sind halt eben ein kleiner Verein, wie jetzt bei uns im Dorf der Fußballverein. Da hat man eben keine Bediensteten, die sich dann eben die Hütchen auf dem Trainingsplatz aufstellen, die Tore aufstellen und wieder wegräumen, die Bälle aus dem Lager holen. Ne? Und dann helfen eben die Spieler hier mal ein bisschen mit, man engagiert sich, man interessiert sich dafür ein bisschen, man greift sich gegenseitig ein bisschen unter die Arme. Und ich denke mal, das macht so einen gewissen kleinen Verein aus und ich denke mal, so diese Geisteshaltung, sag ich jetzt mal, die wäre echt gut und damit würde der Verein und die Leute in dem Verein wohl beide auch viel besser fahren, wenn sich das Ganze so dahin entwickeln würde. Und man muss auch gucken, man muss auch sich irgendwo mal ein bisschen entscheiden. Man gibt da so ein schönes Sprichwort auf Englisch, have your cake and eat it, so nach dem Motto, ich will meinen Kuchen in der Hand haben, aber ihn essen und dann immer noch in der Hand haben, das geht halt nicht. Man muss sich irgendwo mal entscheiden. Und wenn man irgendwo erfolgreich sein will, muss man sich da eben auch engagieren und so ein bisschen da was reintun und dann sagen, okay, hier bin ich jetzt, hier versuche ich jetzt was zu reißen, ich gebe dem Ganzen mal ein bisschen Zeit, ich gebe dem Ganzen mal ein bisschen Arbeit und dann gucke ich dann, was dabei rauskommt und nicht, wie so manche Leute man es hier zum Beispiel erlebt hat, wie wir in unseren umsonst Rennserien, wo wir noch kein Verein waren, kein Geld für nichts genommen haben, keine Mitgliedschaft angeboten haben, dass man dann wirklich sehr viele Leute dabei hatte, da war fast das Verhältnis 3-1, dass man wirklich 3 Anmeldungen für eine Rennserie hatte und einer ist geblieben und dann braucht man sich auch als Fahrer nicht unbedingt wundern, wenn man selber nur bereit ist, so wenig da reinzustecken, dass man dann auch so wenig da rausbekommt im Endeffekt, ne? Ja, aber wenn man jetzt mal guckt, die Leute, die bei uns Vereinsmitglieder geworden sind, die klönen auch außerhalb der Rennstrecke zusammen. Man unternimmt auch privat viel miteinander. Also wenn ich mal überlege, wie viele Leute ich
an den Rennstrecken bin. Und das ist auf jeden Fall, ich finde es geil, das ist cool. Ja, ich denke mal, alles kann nur überleben, wenn sich irgendwo dieser sogenannte harte Kern bildet. Und ich denke mal, dieser harte Kern hat sich bei uns einfach gefunden. Man arbeitet miteinander zusammen, man hört aufeinander. Wie du schon sagtest, man trifft sich auch mal neben der Rennstrecke. Und wir fahren ja auch nicht nur Rennen miteinander, ne? Wir machen ja auch noch andere Sachen, auch hier computertechnisch. Also wenn ich mal gucke, die Leute, die dieses Jahr zu uns in den Verein gekommen sind, also ich finde es echt geil. Auch die Neuen, die jetzt dazugekommen sind, genauso wie die, die momentan bei uns sind und das Ganze jetzt mal auch selber erfahren konnten, die sind ja auch schon drauf und dran. Ja, ich sag mal, man kann so eine Entwicklung, was jemand hier im Verein auch mitmachen kann, ganz gut an den Leuten, die schon hier waren. Zum Beispiel ein ehemaliges Academy-Mitglied, Tobias Marz. Der ist hierher gekommen, hat von der Theorie, was mache ich wie und wie funktioniert überhaupt so ein Setup und fahren und ich weiß schon so ungefähr, aber so richtig noch nicht. Und dann kam er ein bisschen in die Academy, hat er was beigebracht bekommen. Hat dann sich hier auch in der Community engagiert und es ist jemand, wenn der hier sagt, ey Jungs, da ist was, dann wird auf den gehört, der wird ernst genommen, der hat sich als Fahrer weiterentwickelt, der ist eine feste Größe mittlerweile, die Leute hier kennen den, wissen auch, wo der hinzustecken ist, die wissen, das ist ein sauberer Fahrer und respektieren den auch und wenn der irgendwo mitfährt, so Top 5 ist für den nicht unbedingt eine Seltenheit, ne? Und wenn man überlegt, am Anfang hat den halt hier noch keiner gekannt, dann hat er ein bisschen Arbeit hier investiert, hat sich selber verbessert, hat mit sich dann auch uns verbessert und das Ganze, ja, so soll das eigentlich sein. Das ist ein super Beispiel. Ja, das Schöne ist natürlich auch, man lernt viele Leute kennen. Also jetzt zum Beispiel der Dirk und der Marco kennengelernt habe ich es auf der ADAC GT Masters dieses Jahr am Ring persönlich und war schon cool gewesen. Die haben es mir auch halt mir den Kontakt eingestiehlt, dass ich den Bruno Spengler zum Beispiel mal interviewen konnte. Durch die habe ich den Herrn Bitzer kennengelernt und der hat es klar gemacht mit dem Bruno. Und man macht auch so viel zusammen, das ist dann auch ein Geben und ein Nehmen, ne? Ja, so sollte es ja am besten sein. So, kommen wir zurück zum Qualifying. 6 Minuten sind noch. Ja, Timo Hartmann wieder 47,2, Marco Müller ein Zehntel ginge da wohl noch mit einer 47,1, Tim Heinemann wie im letzten Qualifying wieder eine 46,2, Dirk Busche ein bisschen näher dran mit einer 47,3, auch Michael Falz und der Adrian konnten sich von den Zeiten ein bisschen verbessern, Josef Verwerker und Denny Krämer. Die zwei, Platz 8 und Platz 9, die könnten sich noch ein bisschen verbessern. Die sind im letzten Qualifying ein bisschen besser gewesen. Ja, richtig. Ja, für Joseph läuft es halt nicht so rund, habe ich das Gefühl. Ja, auch der Denny, ich denke mal, der hat schon, ich glaube, seit ich hier mitkommentiere, immer ein bisschen Probleme mit seiner Leitung gehabt. Zumindest, wenn es hier dann eben ankommt, was man halt sehen kann. Ich denke mal, das ist für ihn auch nicht unbedingt schön, dann Rennen zu fahren. Wenn er so ein bisschen rumleckt. Ich glaube, bei ihm fällt das gar nicht so auf, weil er fährt halt seine Rennen, ne? Fährt die auch durch. Ja, für ihn schön, weil ich dann halt, wenn die anderen nicht genau wissen, wo er ist, dann fahren die auch schon mal in ihn rein, ne? Ja, du musst nicht wissen, wo ich bin. Ja. Hauptsache, ich bin vor dir. Genau, du musst nicht wissen, wo ich bin, du musst es nur spüren, bam. Ja, da müssen wir natürlich noch dran arbeiten. Ja. Aber es sind halt alles Sachen, Informationen,
die wir jetzt quasi aufsaugen. Deshalb machen wir ja hier diese Testsaison, um halt da auch für uns die Erfahrung zu sammeln, was geht nicht, um dann eine vernünftige Liga hier anzuschmeißen. Ja. Wie siehst du das eigentlich, so das Thema, wo wir eben den Deni Krämer hier haben, so wenn jemand wirklich schwer lecken würde und das auch regelmäßig, würdest du dann die These vertreten, dass man da vielleicht eine Beschränkung einführen könnte, wenn jemand zu derb oder sollte, wenn jemand zu derb hin und her leckt, dass man da den mitfahren lässt oder eben nicht mitfahren lässt? Was würdest du da sagen? Ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. In unserer R-Faktor 2 Liga habe ich da ein festes Statement. Jeder muss dafür sorgen, dass er eine vernünftige Internetleitung hat. Und Leute, die fahren, dürfen auch da nicht fahren. Und das sieht hier nicht anders aus. Ich möchte nicht mit jemandem in den Zweikampf gehen, wenn der da irgendwie am Rumhüpfen ist oder was. Weil unter normalen Voraussetzungen komme ich sauber dran vorbei, ist der aber am Lecken und es kommt zu einer Berührung, ist mein Auto auch kaputt. Und da handle ich dann wirklich im Sinne des Fahrerfeldes. Ja, würdest du dann noch irgendwo eine Grenze ziehen, so hin und wieder ein bisschen wäre okay oder ist jedes bisschen schon zu viel? Das ist jetzt da echt eine harte Nummer. Ja, deswegen frage ich das. Ne? Ja, also da würde ich mich dann mit der Orga von Raceroom hinsetzen und das dann mit denen halt wirklich ausdiskutieren. Und da würden wir auf jeden Fall auf den Nenner kommen. Also ich möchte jetzt da nicht irgendwas vorweg sagen, aber das würde auf jeden Fall... Ja, das ist ja jetzt noch keine fertige Entscheidung. Ich wollte nur deine Meinung dazu hören. Ja, also jeder, der leckt, ist ein Hindernis und das ist inakzeptabel, meine Meinung. Ja, mehr wollte ich ja auch nicht wissen. Du bist ja auch nicht der alleinige Entscheidungsträger. Also für jeden, der jetzt zuguckt und zuhört, nur weil er das jetzt gesagt hat, ist das noch nicht final. Also da mal keine Angst, ne? Aber ich sehe das auch ähnlich. Ich sag mal, wenn jemand hin und wieder mal ein bisschen leckt, okay, könnte man mal ein Auge zudrücken, aber generell ist... jedes Auto, was nicht klar zu erkennen ist, wo ist denn die Fährt, eine Gefahrenquelle. Und es ist schade für Leute, die da vielleicht nichts dran ändern können. Ne? Deni Krämer und Josef Verwerker und so weiter. Vielleicht ist da die Entfernung aus einem Land zu groß, von dem die mitfahren. Oder das Netz in Stadt, Dorf, was weiß ich, wo die eben wohnen, nicht so gut ausgebaut. Oder was auch immer, dann ist es zwar nicht schön für die Leute, die da was nicht dran ändern können, aber naja, da stehe ich halt auch irgendwo auf dem Standpunkt, man muss irgendwo, kann man nicht für einen was Gutes tun und für alle anderen was Schlechtes, und dann muss man auch irgendwo eine Grenze ziehen. Das ist richtig, aber auf jeden Fall würden wir natürlich gemeinsam gucken, dass wir das in den Griff kriegen würden. Oh, das war ganz knapp für Timo, da ist er nochmal der Mauer entgangen, wollte ich nur so mal einwerfen. Sowas von. Ja, Tarek, sieht schlecht aus. Ich glaube nicht, dass er das noch schafft. Ja, ist natürlich immer ein bisschen doof, wenn man dann noch so durch Zufall eben ein bisschen extra Arbeit machen muss, wenn es nicht anders geht. Geht's halt nicht, ne? Dann muss das hier halt zurückstehen. So, Martin ist der Letzte, der jetzt auf der Strecke ist. Und momentan sieht es so aus, Tim Heinemann holt sich die zweite Pole am heutigen Abend. Marco Müller startet von der zweiten Platzierung. Timo Hartmann startet von 3, Dirk Busche von der 4, Martin Pfalz von der 5, Michael Pfalz von der 6. Haha, mal gucken, wie groß da die Geschwisterliebe ist. Adrian von der 7, Deni Krämer von der 8 und Josef Verwerker von der 9.
So, alle Autos in der Box, die Zeit läuft ab und jawohl, da geht's in die Startaufstellung. So, jetzt bin ich gespannt. Start ist freigegeben. Und Timo wieder mit einem Spitzenstart. Spitzenstart! Hast du das jetzt gesehen, Alter? Wie von der Tarantel geschossen, schießt Timo Hartmann an Marco Müller und Tim Heinemann vorbei. Und da Timo den Ausritt gemacht in der ersten Kurve nach dem Superstart ins Kies. Oh. Ja, Dirk Busche vor Michael Falz. Also. Und Marco Müller hängt da direkt an Tim Heinemann. Mal sehen, wie lang. Ja, und Timo kurzzeitig auf Platz 7 zurückgefallen, jetzt wieder zurück auf Platz 6. Und auch wieder auf Platz 5. So ganz kann er sich noch nicht entscheiden. Aber da geht's hoch her im Moment da hinten. Ja, Michael Falz an Dirk Busche vorbei. Ja, da hat sich im Start mal das ganze Feld schön durchgewürfelt. Aber das war ja wohl ein Spitzenstart vom Timo. Also alter Schwede, da ging's los wie die Feuerwehr. Und dann der Fehler in der ersten Kurve direkt. Da war er, glaube ich, selber überrascht und konnte es nicht fassen. Und Timo hat... Junge, Junge, es tippt hier immer hin und her, hin und her, hin und her. Ja, hier ist dicke Kampf. Danny, Timo und Joseph sind da sich mächtig am Battle. Und auch Martin Falz und Adrian kleben da mit dran. Also... Ja. Oh, sicher jetzt. Da, Timo, Ausritt. Oh. Hat aber Glück gehabt. Er hätte auch böse ins Auge gehen können, wie er da auf die Strecke zurück ist. Da fährt er. Oh, das war ein Frühstart. Oh, deswegen. Jetzt fährt er in die Box. Durchfahrtsstrafe oder Stop and Go? Eine Stop and Go. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das sah ein bisschen komisch aus. Ja, doch nur eine Durchfahrtsstrafe. Hat er nur zu spät geschnackelt. Ja, Durchfahrtsstrafe für Timo Hartmann. Damit Timo auf Platz 9 zurückgefallen. So, wir aber gehen nach vorne. Dirk Busche, Michael Falz. Das Trio hatten wir ja vorhin schon gehabt. Meinst du das Duo? Das Duo. Der Trio sind drei. Ja, ich hatte gerade den Danny und den Joseph im Bild gehabt. Und 1, 2, 3, ganz viele. Ja, war ja auch eine aufregende Startphase. Ist ja viel passiert. Kann man schon mal durchmachen. Er war ja ärgerlich hier für Timo. Ja. Die zwei, Danny Krämer und Joseph Werker, wie immer im Formationsflug, die sind sich immer schön einig. Jetzt nicht mehr. Joseph jetzt macht da gerade den Abflug und Adrian sagt, Dankeschön, Marco Müller auf Platz 8. Ja. Ich brauche die Replay-Funktion hier, verdammt. Ja, ganz dringend. Da ist uns viel verloren gegangen. Aber man kann halt einfach mit einer Kamera nicht überall sein. Ach, Mist, ey. Ja, Marco jetzt auf der 7. Dirk Busche ist da wieder an Michael Falz dran. Ja, nur diesmal nicht auf Platz 4 und 5, sondern auf Platz 2 und 3. Ja, Marco weit weg von der Spitze. Ja, Tim Heinemann vorne wieder souverän auf der 1 mit 18 Sekunden, ja fast 19, 20. Wo holt mir die Zeiten da raus, du? Alter, nee, der ist jetzt im Moment 6 Sekunden vor Michael Falz. Ja, richtig. Die Zeit, die du oben bei Tim Heinemann siehst, die ist seine Rundenzeit. Ja. Ja. Jetzt kriege ich schon 2 Kekse. Das wird langsam viel. So, Marco ist da an Joseph Werker dran. Klebt ihm da im Kofferraum. Ja, der wird jetzt angefixt sein, der Marco. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ob er da irgendwie eine Berührung hatte oder einen Fahrfehler. Aber der wird angefixt sein. Ja, aber ich denke mal auch die nächsten 1, 2, 3. Oh, Dirk Busche ist zurückgefallen. Von Platz 2 auf Platz 5, während wir hier waren. Von Platz 3. Von Platz 3. Siehst du, jetzt hast du auch mal aufgepasst. Kriegst du wieder einen Keks zurück. Ein Keks zurück. Und damit Danny Krämer auf Platz 3. Ich glaube, so weit vorne war der noch nie. Nö. Ja, Adrian. Oh, was ist los, Adrian?
Ah, da ist er wieder. Ja, jetzt Timo Hartmann hat ihn sich geschnupft. Da war vielleicht auch ein Fehler irgendwo. Weil der hat doch direkt wieder richtig viel Abstand. Ja, die schnellste Butter hier im Feld. Und da ist er schon dran, drum und... Ja, da ist er dran vorbei. So, damit Marco Müller auf der 6. Aber kommt da der Gegenangriff? Ja, hier muss er innen anbremsen. Da kommt der Crossover. Das sieht jetzt aus. Marco muss den langen Weg gehen. Ist aber dann auf der besseren Linie. Jetzt die nächste Kurve ist die Linkskurve. Und die danach auch. Ja, da ist er vorne. Jawohl, das sieht aus, als wäre jetzt vorbei. Ja, da kann er sich auch nicht direkt, und da kann er sich auch direkt ein bisschen absetzen. Aber Joseph bleibt da dran. Gibt nicht so schnell auf. Ja, aber Marco, der hat gezeigt, wenn denn sein Auto nicht irgendwie kaputt ist von irgendwo, wo er vielleicht eingeschlagen wäre, was wir nicht gesehen hätten, dann ist er einfach der schnellere Fahrer. Wenn man sieht, Quali auf Platz 2 beendet, da geht es auch noch ein Stück weiter nach vorne. Auch Timo Hartmann wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen zurückkämpfen, aber der hat so viel Abstand durch jetzt die Sportstrafe, das wird auch noch ein bisschen dauern. Ja, vorne auf der 1 Tim Heinemann, wie soll es anders sein? Prügelt da den BMW über die Strecke. Auf der 2, ganz überraschend, soweit glaube ich noch gar nie vorne gewesen, Michael Fals. Ja, da im Schlepptau aber anscheinend den Adrian, weil ja, normalerweise richtig. Dürften 3 Sekunden hinter ihm, genau da hinten kommen sie gerade auf Stadtziel, Deni Kremer im Schlepptau Martin Fals. Das hast du richtig gesehen. Ja, und der Martin hat sich auch schon auf ein bisschen mehr wie eine halbe Sekunde rangerobbt. Also so weit ist er auch nicht mehr weg. Ah, Deni Kremer hier im Bild. Martin Fals direkt dahinter und auch Dirk Busche. Aber Dirk hat da, glaube ich, auch einen Schaden, habe ich gesehen. Ja, er ist irgendwann von Platz 3 auf Platz 5 zurückgefallen. Könnte durchaus möglich sein, dass er da irgendwo einen Schaden gekriegt hat. Ja, und Deni vorne wieder zerbeult. Ja, der kommt irgendwie kein Rennen ohne Beule aus. Ja, aber wenigstens ist er jetzt nicht so tricky unterwegs. Ja, wenn man zumindest schon mal weiß, wo sein Auto ist, ist Pluspunkt. Ja. Challenge accepted. Martin prügelt da den Hobel durch die erste Kurve. Ja, man meint, er könnte ein bisschen schneller, aber nicht genug, dass er richtig unter Druck setzen kann. Wir müssen mal den Deni fragen, ob der mit Joypad fährt. Wenn ich den so sehe, wie der am Lenken ist, würde ich mal sagen, der hat ein Joypad. Der ist nur nicht unbedingt immer ein TS. So, da kommt der Angriff. Noch nicht ganz. Ja, aber fast. Hat mal reingeschnuppert. Ich wollte nur die Spannung hier aufbauen. Ja, aber Marco Müller mittlerweile ran an Dirk Busche. Da wird's auch gleich direkt relativ dahinter. Die sind, das ist jetzt mittlerweile fast ein Vierergrüppchen. Mit dem überrundeten Adrian. Da haben wir den Marco. Im Schlepptau. Ja. Bei dem Vierer-Package hier ist er hinten dran. Und mal sehen, wie gut er da jetzt durchkommt. Ne? Jetzt Deni Kremer ein bisschen Entlastung, weil Dirk Busche an Martin Fals mit dran hängt und Marco Müller an Dirk Busche. Ja, Dirk und Marco hocken ja zusammen im Teamfunk. Aber ich denke mal, Dirk wird den nicht vorbeilassen so einfach. Also Dirk wird den Marco nicht vorbeiwinken. Der wird sich sagen, Junge, kämpf. Ja, also so einfach vorbeiwinken ist ja langweilig. Dann können wir auch gleich hier eine Rundfahrt machen. Da ist der Fehler von Martin Fals! Und sind sie beide dran vorbei? Nein! Sind nicht beide dran vorbei, das gibt's ja gar nicht. Aber Dirk Busche! Ja. Doch, und Marco ist jetzt auch dran.
Also Dirk ist schon... Und beide. Marco ist jetzt auch vorbei. Hat sich noch mit durchgeschoben. Hat der erst so ausgesehen. Ja, Adrian macht da Platz, lässt die Kampflinie vorbei, ist eine Überrundung. Hält sich da aus den Streitigkeiten raus, sehr gut. Und durch die Streitigkeiten konnte auch ein Josef Werwerka wieder auf ein bisschen mehr als eine Sekunde aufschließen. So, aber Dirk, ja gut, Dirk, Marco im Nacken. Marco ist schnell. Ja, also der wird auf jeden Fall Dirk Busche unter Druck setzen, sage ich jetzt mal. Dirk Busche wird wahrscheinlich sich jetzt wieder langsam ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen. Da kommt jetzt auch schon, da wird nicht viel mehr dranfahren an den Trainer sein. Die zwei, die fahren sehr viel miteinander. Ja, aber wenn man sich verteidigen muss, fährt man nicht immer Topzeiten. Ja, aber wenn du weißt, wer da hinter dir ist, kann man auch schon mal die coole Sau spielen, ne? Na, hier hat er schon mal innen reingeguckt. Ja, aber Dirk... sich der Dirk ein bisschen. Auch also hier macht er nicht ganz ganz auf. Eng. Also Martin klebt da auch an... Und der Josef kommt jetzt an Martin ran. Ja, aber wir bleiben jetzt erstmal hier. Das ist ja hier. Ja, aber ich denke mal schon, da ist Vorteil Marco Müller, weil er einfach der schnellere Fahrer ist. Der wird irgendwann sehr wahrscheinlich dran vorbeikommen, aber der Dirk kann ihm da schon das Leben ganz schön schwer machen. Ja, Tarek schreibt auch gerade im Chat, ey, vor 6 Minuten zu Hause angekommen. Ja. So, ja. Und damit ist Josef Werwerka erstmal an Martin Pfalz vorbei. Im Hintergrund sieht man's. Ja, und Marco hier, der drückt. Ja, Tarek, erste Rennen konnte Timo schöne Punkte einfahren, nämlich, was war's, Platz 3? Platz 3 war's. Ja, Platz 3 für Timo Hartmann. Ja. Und da hat Martin Pfalz sich wieder Josef Werwerka geholt. Und mittlerweile kommt auch Timo Hartmann näher. Zumindest laut dem Zeitentableau. Das ist ganz kurz gesprungen. Da war er noch 13 Sekunden hinter Platz 7. Jetzt auf einmal nur noch 3. Also da verschluckt sich der Zeitenmonitor hin und wieder ein bisschen. Michael Pfalz kann sich hier richtig gut auf Platz 2 halten. Ich will jetzt hier nicht wegschalten, also... Nein, da ist auch 5 Sekunden zwischen Platz 2 Michael Pfalz und Platz 3 Danny Krämer. Der ist dann nicht in Gefahr, aber da kommt schon Marco Müller, setzt wieder die Nase in rein, kann es aber nicht ganz durchdrücken. Und kommen beide an Danny Krämer ran. Hatte ich eben nicht gedacht, dass das funktioniert, aber im Zweikampf sind beide immer noch schneller als der Dini. Ja, Marco kann da den Lörus mal kurz reinhalten, aber kommt da auch nicht zum Abschluss. Oh, Dirk greift da innen an, das wird eng! Jawoll, Flucht nach vorne! Da sind sie beide vorbei! Ein bisschen verbremst und Marco Müller greift doch noch gerade nach dem Dirk. Aber. Ja, nee, das sieht gut aus. Da wird Marco auch. Ja, jetzt die nächste Kurve geht dann rechts rum. Genau, wenn er hier daneben bleiben kann, ist er in. Ja, er ist in. Was macht Dirk? Dirk lässt da die Tür offen. Rum, letzte Kurve, Startziel, nebeneinander. Dirk hat die Nase ein Stückchen vorne. Jetzt kommt's drauf an. Kurve 1. Ja, immer noch in. Die nächste Kurve geht auch wieder Marco rechts ist vorne. Und vorbei. Marco ist vorbei. Und da greift auch noch der Danny Krämer nach Dirk Busche wieder. In derselben Kurve, wo Danny Krämer überholt wurde, sagt er ihm jetzt, so, jetzt bin ich dran. Was du kannst, kann ich auch. Und damit Dirk zurück auf Platz 5. Aber ich denke mal, zwischen Danny Krämer und Dirk Busche ist das Ganze auf jeden Fall noch nicht gelutscht. Die werden sich dann noch ein bisschen geben.
Ja, aber in der Vergangenheit haben wir auch gesehen, Danny kann gut blocken, ne? Also es ist gar nicht so einfach, an dem vorbeizukommen. Ja, aber wo ich auch sagen würde, so von meiner persönlichen Meinung her, dass der Danny das wirklich schon nicht mit Verteidigen macht, sondern teilweise schon ein bisschen blocken. Da ist er manchmal gefährlich nahe an einem mehrfachen Spurwechsel manchmal dran. Oh, guck mal, beim Dirk kann man da unter die Motorhaube gucken. Das nennt man auch Carsharing. Das ist dann wohl das Vorführauto. So, jetzt hier erstmal die Nase reingesteckt. Nee, ist schon vorbei. Und vorbei, ja. Aber da ist der Danny Krämer wieder in. Und dann geht's erstmal auf Startziel. Ja, hat Marco ein bisschen viel riskiert. Ja, da kam der Konter. Nicht Marco, Dirk. Dirk, ja. Der Marco ist schon ein bisschen vorbei wieder. Der macht jetzt vielleicht noch ein bisschen Jagd auf Michael Falz. Eine knappe Viertelstunde hat er ja noch. Ja, und 7 Sekunden. Das hat er eben auch schon mal geschafft. Ja, gehen wir mal eben ganz kurz hier durchs Feld auf der 1. Tim Heinemann ist da gerade an Timo Hartmann vorbeigegangen, der momentan auf Platz 8 liegt. Weit, weit weg vom Feld. Ja, aber auch so weit nicht mehr, weil laut dem Zeitentableau nur noch 2,5 Sekunden Abstand zu Josef Wewerka. Da könnte er noch ein Plätzchen kriegen. Auf der 2, Michael Falz. So weit vorne ist er ja noch gar nicht mal gewesen. Normalerweise hat er sich da mit Platz 5, Platz 4 immer geboxt. Ja, das wäre jetzt Möglichkeit auf sein bestes Ergebnis. Selbst wenn er noch einen Platz verlieren sollte an den Marco Müller, der stark aufholt auf Platz 3, wäre das immer noch sein bestes Ergebnis, zumindest seit ich hier mitkommentiere. Ja, und zur Belohnung natürlich ein Platz hier bei uns an der Sonne. Genau, und der obligatorische Keks. So, ich muss nochmal zurück auf Dirk Busche gehen, der da schon wieder dem Danny im Kofferraum klebt. Und auch Timo ist jetzt an... Nee, Joseph... Ey, was ist denn hier los? Ganz ruhig, meine Freunde. Also, Timo Hartmann hat gerade 2 geschlupft. Ja, und Martin Falz ist anscheinend zurückgefallen und währenddessen hat er auch gerade noch den Josef Wewerka überholt. Ja, damit Timo Hartmann jetzt auf der 6. Oder ja, vielleicht haben sich da Joseph und Martin da irgendwie... Nee, da muss der Martin irgendwie sich von selbst aus irgendwie, weil der hatte mehrere Sekunden Vorsprung vor dem Josef Wewerka. Also da muss schon irgendwas passiert sein mit dem. Ah, wo ist mein Replay-Button? Ja, ne? Also, liebes Sektor 3-Team, liebes Raceroom-Team, ich brauche den Replay-Knopf. Genau, push the button. Nee, das ist was anderes, da gibt's Geld für uns. Ja, da, egal, wollte ich jetzt auch nochmal ins Spiel bringen. Ja, ja, also hier unten unterm Stream, ne, da links unten, da ist so ein Push the Button. Und da draufklicken und dann uns unterstützen, ne? Genau. Ja, Marek, Timo hat den Start verkackt, Frühstart, eine Runde durch die Box, nach hinten. Ganz einfach. So, Dirk ist an Danny vorbei. Danny klebt da aber dem Dirk noch im Nacken. Das ist noch nicht so ganz abgeschlossen. Und Marco Müller nur noch 5 Sekunden hinter Michael Falz. Jawohl, der kommt mit 7 Meilenschritten dem Michael näher. So, Danny hatten wir. Gehen wir mal auf den Timo. Der ist nämlich auf Platz 6, 8 Sekunden hinter Danny Krämer. Da haben wir ihn im Bilde. Hat da im Schlepptau eine Sekunde hinter ihm den Josef Wewerka. Da haben wir ihn im Bild, der kommt da angeflogen. Ja, für Martin und Adrian läuft es nicht ganz so gut. Martin nur noch 8er. Schade eigentlich. Und Adrian, wenn ich das richtig sehe, ist in der Box. Jawohl, da steht er in der Box. Was ist denn da los?
vielleicht sollte man dem Adrian auch mal sagen, dass man hier bei den 30 Minuten durchfährt. Vorneweg Tim Heinemann kommt hier über Start und Ziel, überrundet damit Adrian. Und ist da, sehe ich das richtig, hinterm Joseph? Ja, es müsste Joseph sein, wo er jetzt dran vorbeifliegt. 10 Minuten haben wir noch auf der Uhr! Und momentan keine direkten Zweikämpfe. Schauen wir uns mal die Überrundung hier an. Möp, möp, mach Platz, jetzt komme ich. Denkt sich da der Tim und fliegt da an Joseph dran vorbei. Ich glaube, das ist mittlerweile sogar schon der Danny Kremer, weil erstens ist da vorne und hinten das Auto kaputt und zweitens fährt Dick Busche vor ihm. Ja, jetzt habe ich es auch gerade gesehen. Dafür ist der Dirk, Tatsache. Da ist er mittlerweile schon bei der Überrundung von Platz 5. Und jetzt bald Überrundung Platz 4, wenn er Dick Busche anlangt. Jetzt sind da echt kranke Vögel. Ja, wer kann, der darf. Was macht der Dirk da? Hast du gesehen? Ja, ich glaube, der war ein bisschen irritiert. Dirk im Ausritt. Jo. Ist damit auch zurückgefallen. Ja, auf Platz 5 direkt. Hat er wohl ein bisschen zu viel Platz gemacht. Ja. Ja, der Wilhelm, der hätte das heute auch noch ein bisschen interessant machen können, aber der ist leider am Ring. Da ist er am Wochenende wieder VLN-Rennen. Sonst hätten wir den eventuell heute auch noch hier gesehen. Ein weiterer Fahrer vom Roller-Förderungsprogramm, der übrigens auch seinen Job recht gut macht. Also er hat sich gut nach vorne pushen können, ist da jetzt auch aus dem Kleinklitschen-Autos raus. Und durfte im 235i, jawohl, durfte er jetzt auch schon Platz nehmen. Also der wird da, denke ich mal, seinen Weg machen jetzt im Motorsport. Ja, würde uns natürlich freuen, ihn dann hier zu begrüßen, wenn er denn. Ja, hoffe ich auch, wenn ich ihn das nächste Mal nach Rennstrecke sehe, werde ich auch mal gucken, dass ich ihn mal vors Mikro hole. Bei der GT Masters hatte ich so viel Firlefanz im Kopf und um die Ohren. Ich habe das einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Der saß einen halben Tag da mit mir im Zelt und ich habe mich mit anderen Sachen beschäftigt. Aber da werden wir da auch mal die Jungs vors Mikro holen. Ja, Tim Heinemann fährt hier seinem zweiten Sieg heute Abend entgegen. Auf Platz 2 hält sich tapfer Michael Falz, der allerdings hier, je nachdem, wo er auf der Strecke ist, im Rückspiegel ihn hier sieht. Nämlich Marco Müller. Möp, möp. Aber ob der Marco das jetzt in den letzten 6 Minuten noch schafft, den Michael zu schlucken, na, schauen wir mal. Nee. Was ist denn hier los? Was soll denn da los sein? Ah, die Anzeige spinnt hier bei mir ein bisschen. Marco war gerade weg und Timo war auf 3. Hä? Nee, das haben wir so nicht, nein. Ja, auf der 4, Danny Kremer. Ja, wird der Tarik sich jetzt mal so richtig in den Hintern greifen? Ja. Hier hätte er ganz gute Punkte machen können. Aber ist nicht, ist halt nicht. Ja, und das Feld jetzt leider so ein bisschen besetzt. Ja,
das Engste wäre noch Dirk Busche und Denny Krämer mit 1,5 Sekunden Abstand, aber das ist auch zu weit für irgendeinen Kampf. Marco Müller tut sich auch im Moment ein bisschen schwer, näher ranzukommen. Da tut sich so eine halbe Sekunde pro Runde, so Pi mal Daumen, dass er so aufholt. Also es wird nochmal knapp. Der schafft es bei der Rate noch aufzuholen. Aber es wird noch knapp. Mittlerweile der Abstand von Marco Müller teilweise unter einer Sekunde. Ja, Timo Hartmann hält sich hier tapfer auf Platz 6. Ja, jetzt würde ich so langsam mal auf Marco Müller schalten, weil jetzt hat er den Abstand unter einer Sekunde gedrückt. Oh ja, da ist er dran. Da muss Michael ein bisschen einen Ausrutscher gehabt haben, also so einen kleinen Flüchtigkeitsfehler. Da ging mal gerade eine Sekunde flöten. Ob er da Nerven zeigt? Der holt ganz schön auf. Ja, wenn Michael jetzt alles richtig macht, schickt er ihn in den Kurven immer außen rum. Ja, aber auch das dann in den Autos nicht so einfach. Da kann man durchaus ein bisschen Schwung mitnehmen. Das hat man schon öfter gesehen. Man muss nur dann außen daneben bleiben können. Dann kommt man auch mit mehr Schwung aus der Kurve raus. Das ist dann eben die Kunst. Wie im Zweikampf Marco Müller, ja, mit Busche und Denny Krämer man gesehen hat. Er konnte dann zwar Start-Ziel auf innen daneben gehen, aber außen konnte dann der Busche ein bisschen mehr Schwung mitnehmen. Aber hier ist Michael Falz schon am Verteidigen. Das sieht man auch, kann ein bisschen mehr Schwung mitnehmen, aber hier verteidigt er sich wieder innen, nimmt schönen Weg außen rum, dass er dann hier mit Schwung innen reinstechen kann, aber da geht kein Weg außen rum. Dann das Zurechtlegen. Hier nach für Start und Ziel. Weil hier kommt nur noch ein langer Rechtsbogen und dann sind wir schon wieder auf Start-Ziel. Ja, hier dabei muss er aufpassen, hier darf er nicht zu weit nach außen kommen. Ja. Ja, und knapp 2 Minuten Verteidigungslinie, noch. Ja. Ja, bis jetzt macht der Michael das ganz gut. Ja. Er darf jetzt nur nicht die Nerven verlieren, ne? Er muss jetzt wirklich da an den bestimmten Eckpunkten den Sack zumachen. Ja, ich sag ja eigentlich, Marco, verteidigen ist einfacher als angreifen, aber nur, wenn man sich nicht vom Angreifer hetzen lässt. Ja, richtig, richtig. Ist auch im realen Motorsport so. Sagen auch viele Rennfahrer sagen, es ist einfacher zu verteidigen als anzugreifen. Ja, man darf sich halt nur nicht hetzen lassen. Man darf nicht Angst haben, dass der andere Fahrer einem vielleicht reinfährt und dann seine Bremspunkte nach hinten raus versetzt oder dann Linien offen lässt. Man muss da eben dem anderen Fahrer insoweit vertrauen, dass er sein Auto auch unter Kontrolle hat. Also wenn ich das richtig sehe, ist da der Tim Heinemann. Tim Heinemann, gerade dran, jawohl. Ja, der gerade Platz 3 überrundet. Aber man muss auch dazu sagen, es ist eine sehr, sehr kleine Runde und da passieren Überrundungen schneller wie in Spa. Ich glaube, der ganze Kurs hat vielleicht 2 Kilometer oder sowas Länge. Na Marco, wie fühlt man sich, auf Platz 3 liegend überrundet zu werden? Pieks. Ja, das verschafft natürlich dem Michael jetzt ein bisschen Platz, je nachdem wie er überrundet wird, wie er sich das zurechtlegen kann. Ja, Dirk Busche ist hier auf Kampfkurs mit Denny Krämer. Mal wieder. Hm?
Er hat ja lange Zeit sich Zeit gelassen. Ah, so Markus ist gerade dran vorbeigegangen, das gibt's nicht. Ah. Da muss aber was passiert sein. Ja, der hat ja nicht einen falschen Ausritt gehabt. Direkt, aber richtig einen Ausritt. Drei Sekunden. Ich wette, das war da, wo Tim Heinemann an ihm vorbeigegangen ist. Da hat er irgendwas ein bisschen falsch eingeschätzt und da ist Marco Müller gerade hinterher. Auto ist aber noch ganz. Ja, aber Michael Faltz Platz 3, ist in Ordnung. Ja, absolut. Aber mal schauen, wegen Dirk Busche und Denny Krämer würde ich dann jetzt vielleicht, weil Marco hat auch gerade jetzt 3,5 Sekunden Abstand sich rausgeholt. Da wird wohl nicht mehr viel passieren, der war klar der Schnellere. Ja, aber hier wird auch nichts mehr laufen. Ja, es ist ja jetzt die letzte Runde, aber es ist immerhin das Engste. Allerhöchstens könnten wir noch Tim Heinemann beim Überfahren der Ziellinie einfahren. Der jetzt gleich dann auf Stadtziel einfährt. Ja, da sehen wir es. Da biegt er jetzt rum. Oh, Joseph und... Ja, da ist er drüber. Tim Heinemann gewinnt das zweite Rennen ebenfalls. Fehlerlos. Auf der 2 haben wir Marco Müller. Auf der 3 Michael Faltz. Auf der 4 haben wir Danny Krämer. Auf der 5 Dirk Busche. Auf Platz 6 Timo Hartmann. Auf der 7 haben wir Joseph. Und dann haben wir Martin auf der... Wieso wird mir das denn hier anders angezeigt? Adrian ist nicht mehr dabei, deswegen ist das versetzt. Tim, Marco, Michael, Dirk, Danny, Dirk, Timo, Martin, Joseph und Adrian. So. Nein! Vergessen, den Screenshot zu machen. Ja! So kann's gehen. So kann's gehen. Oh nein. Ja, muss ich mir aus dem Livestream rausholen. Ja, so. Wir gehen in eine ganz kurze Pause. Ich hole mir die 3 Platzierten vom zweiten Rennen und dann sind wir gleich wieder für euch da. Dranbleiben. So, wir sind zurück. Ich habe die 3 Sieger des zweiten Rennens hier. Wir fangen an mit Platz 3 mit Michael Faltz. Michael, Gratulation. Das war ja bei dir eine ganz knappe Geschichte. Ja, vielen Dank. War super geiles Rennen jetzt. Komplett alle 2 Läufe. Erste Rennen mit Herrn Busche. Super gefightet.
Jetzt weiß ich, was mit ihm im zweiten Rennen passiert ist, weil war auch lauter hinter mir, auf einmal war er weg. Aber im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Halt schade, dass mein Teamkollege jetzt heute das Lenkrad defekt ist. Ja, im Training war er ja noch auf dem Server gewesen, nur dann halt zum Quali nicht, ne? Genau, ja, ist halt wie bei mir damals am Norrisring, wird der Motor hin sein. Ärgerlich. Ja, vor allen Dingen hat er auch nicht immer Zeit, ne? Ja, das kommt halt noch dabei und das wäre halt vielleicht für die nächste Meisterschaft mal zu überlegen, echt. Vielleicht hat man zusammensetzen und Termine planen. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Hab das schon im Forum gelesen. Aber wie gesagt, super happy mit dem Ergebnis heute. Hätte halt mehr Leute sein können. Erste Treppchen, ne? Ja, genau. Ja, schade, wäre fast zweiter Platz geworden. Hätte sich da nicht noch einer da vorbeischlawinert. Ja, Marco war eh schneller, von daher passt das schon. Ja, und? Mit dem dritten auch zufrieden. Das ist schön. Ja, in 14 Tagen sehen wir dich dann wieder. Ich mal. Ich hoffe es, ja. Kommen wir zum Zweitplatzierten, Marco Müller. Ja, Marco, erste Rennen, mal den Start ganz gepflegt, verkackt, würde ich sagen, ne? Aber mal so richtig. Ja, direkt die Drehzahl im Keller gegangen, da ging nichts mehr. Ja, aber dann schön nach vorne gekämpft, gut durchgekommen, schöne Fights gehabt. Im zweiten Rennen, ich muss da jetzt echt mal ein bisschen sticheln. Wie fühlt man sich, auf Platz 2 liegend überrundet zu werden? Das ist ganz, ganz bitter. Wenn man im Rückspiegel guckt und da den Tim sieht, das ist... Ey, das muss doch... Ey, man ist auf Platz 2, verstehst du? Ja, da lag ich, glaube ich, noch, zu dem Moment lag ich noch auf Platz 3. Das war kurz bevor der Michael und sein Teamkollege sich leicht in der letzten... Nee, das war... Mein Bruder, nicht der Teamkollege. Ja, der Bruder, noch schlimmer, genau. Und ich dachte schon, das wäre ein Bug da vor mir mit euch beiden. Nee, also... War wirklich hart, muss ich sagen. Auf dem dritten, beziehungsweise nachher auf dem zweiten überrundet zu werden, das ist schon eine Nuss, mit der muss ich gleich ein bisschen knacken. Aber wie gesagt, es war zum Glück der Tim, da habe ich dann nicht so ein großes Problem mit. Der Tim darf das. Gut, habe ich genug gestichelt. Ja, da sagst du schon. Aber du kannst noch ein bisschen sticheln. Viel schlimmer war ja mein schöner Dreher, war das noch erste Runde oder war das zweite Runde? Im zweiten Rennen, da habe ich schön auf den Körb gehangen, wollte mir gerade schön die Bremsverteilung ein bisschen nach vorn stellen, weil ich vergessen hatte, die wieder umzustellen. Und, ach, das, ja. Ja, das war die Situation, die haben wir leider nicht eingefangen. Da war schade, gesehen, schade. Dass du, okay. Da sind wir gerade, da war vorne irgendwas gewesen mit drei Autos, die da im Kampf waren. Und da habe ich nur gesehen, dass du auf einmal Plätze verloren hattest. Ganz genau. Ich habe mich direkt... auf den Körb nach der ersten Kurve habe ich mich direkt mal richtig schön bitter rausgedreht. Ja. Aber wie im ersten Rennen dann auch, wieder nach vorne gekämpft und hat sich gelohnt, am Ball zu bleiben. Wollte ich sagen, hat gepasst. Auf jeden Fall. Ja, kommen wir zum Sieger des heutigen Abends. Beide Rennen Platz 1. Kein geringerer als den, jetzt darf ich es endlich sagen, zweifachen Sim Racing Trophy Champion, Tim Heinemann. Tim, gratuliere dir. Dankeschön. Brauchen wir eigentlich nicht viel zu erzählen. Ne? Vorneweg, beide Male 30 Sekunden Puffer. Hat gut gerockt, oder? Ja, ich hatte zum Glück freie Bahn nach vorne und konnte mich dann auf mein eigenes Rennen konzentrieren und ja, eine schnellste Runde nach der anderen fahren und ja, persönlich mich daran dann messen. Und daher kam dann der Speed und am Ende auch der Abstand zum Zweitplatzierten. Du selbst bist, oder ich weiß nicht, ob die jetzt schon fertig ist oder ob noch Rennen sind, du fährst auf jeden Fall diese Champions-Geschichte bei Racewom mit der DTM 2014, glaube ich, ist es, ne? 2015 sogar schon. Oder 2015 sogar schon. Was ist cooler, so ein Hightech-Wagen oder doch lieber gute alte deutsche Eiche? Das ist schwierig zu sagen, also...
Da kann man sich auch eigentlich nicht festlegen. Einerseits ist natürlich das schon geil mit so einem neuen Auto, mit so viel Technik, die auch interessant ist, die ganze neue Technik mit DRS und Cursor, ist ja schon spannend zu sehen, die Entwicklung. Aber die alten Autos, wo es dann wirklich noch ja, drauf ankommt, Mann zu sein, sozusagen, mit Haarschaltung und so weiter, die sind natürlich vom Fahrerlebnis, finde ich, sogar noch ein bisschen besser als die neuen, aber bei den neuen Autos ist die Technik natürlich das Begeisternde. Ja, also ich find ja nur halt wirklich die alten Autos ziemlich geil, weil da ist wirklich das Auto, der Fahrer und die müssen sich an den Vordermann vorbeischieben, ohne irgendwelche Hilfen und Schnickschnack. Für mich als Außenstehender auf jeden Fall cooler, als da irgendwie zu sehen, wenn einer dahinter ist, den Klappflügel und auf einmal gibt es da den Boost. Das stimmt ja, wobei die Technik natürlich ab und zu auch schon ja, das ein oder andere spannende Manöver geliefert hat. Aber eigentlich stimmt schon, die Autos von damals sind natürlich auch viel seriennah, bieten dadurch auch viel engere Kämpfe, Stoßstange an Stoßstange, ohne dass ein Carbon-Splitter abbricht sozusagen. Aber die Technik ist natürlich schon begeisternd bei den neuen Autos, das muss man schon so sagen. Was wärst du denn so am liebsten in Race Room? GT Masters, aber da ist natürlich noch mal eine andere Welt als DTM, vor allem als die heutige DTM. Ja, und was sagst du zu der Entwicklung von Race Room? Hat sich ja jetzt doch im letzten Jahr einiges getan. Gibt es irgendwas, was, ja, wo du sagst, ey Jungs, das muss jetzt echt als nächstes kommen, das braucht man, das ist. Ja, wichtig, um gutes Racing zu liefern, um einen schönen Ligabetrieb zu machen. Also erstmal ist das schon bemerkenswert, wenn man den Unterschied von zum Beispiel GT Masters 2013 zu 2015 sieht. Ist das natürlich schon, also man sieht wirklich den Fortschritt, den Raceroom und vor allem auch Sektor 3 da gemacht hat. Aber natürlich fehlen noch so ein paar Sachen wie zum Beispiel Fahrerwechsel und Tag und Nacht und Regen und ein ordentlicher Chat für einen Multiplayer oder dass man die Setups zum Beispiel abspeichern kann. Sowas fehlt natürlich alles noch, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass das Spiel noch in der Entwicklung ist und der Multiplayer auch in der Alpha. Das muss man sich ja auch immer im Hinterkopf behalten. Ja, das auf jeden Fall recht, klar. Aber es wird auch viel gedreht und geschraubt und man merkt also mittlerweile, dass Sektor 3 auch so ein bisschen die Ohren nicht nur bei den echten Fahrern haben, sondern auch so ein bisschen rein in die Community, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, wir versuchen auch einen guten Mittelweg zu finden zwischen dem, was die Community will und zwischen dem, was die echten Fahrer sozusagen vorgeben oder sagen, was verbesserungswürdig ist. Aber ich denke, da hat man einen guten Mittelweg gefunden und jetzt mit der Nordschleife, die ja jetzt bald erscheinen wird und dem Bentley, hat man, glaube ich, erstmal für den Rest des Jahres ausgesorgt und kann damit dann zufrieden sein. Ja, Tim, in 14 Tagen ist bei uns hier das große Highlight-Rennen, der Abschluss unserer ja, Testsaison in Hockenheim. Kann man dich da nochmal als Gaststarter erwarten? Wenn die Zeit es erlaubt, gerne, ja. Ja, super. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass dann auch der Jasper wieder da ist. Dass wir da wirklich mal euch zwei im direkten Kampf sehen kann. Jasper hat schon gesagt, Tim soll auf jeden Fall mal fahren, ich will gegen den heizen. Wäre auf jeden Fall interessant, ja. Ja, mal gucken, dass es klappt. Ich hoffe es, dass es bei dir zeitlich funktioniert. Wird auf jeden Fall ein geiler Stream. Und ja, vielleicht haben wir auch das Glück, dich zukünftig hier im Bereich Race Room fahren zu sehen. Wir werden uns jetzt langsam hinsetzen müssen und den Ligabetrieb planen und vielleicht ist da ja auch was Passendes für dich dabei. Dann auf jeden Fall GT Masters. Ich auch. Ja, wir hatten schon mal so eine Umfrage gestartet und das wird wohl so in diese Richtung gehen. Denke ich mal. Ich will dann, ist noch nichts fix, ich will noch nichts versprechen oder so. Aber wir müssen jetzt uns da hinsetzen und dran arbeiten. So, in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal bei euch drei. War ein tolles Rennen heute. Tim, danke für den Gaststart.
Und ihr da draußen, kann ich nur sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Sonntag, gleiche Stelle, könnt ihr wieder einschalten. Dann geht's hier mit R-Faktor 2 weiter in unserer P1 GT-Series. Morgen gibt es noch von mir einen Link auf Facebook. Da werde ich endlich mal wieder ins Lenkrad greifen, nämlich ebenfalls auf R-Faktor 2 bei der VEC in der Langstrecke und erstmals im LMP1. Zusammen mit meinen Kollegen hier von P1 Gaming werden wir da mal die Hütte rocken. Ansonsten bleibt mir zu sagen, noch ein schönes Wochenende, bleibt gesund und bis bald. Ja, tschüss. Ja, wunderbar. Jungs, ich bin dann auch weg. Tim, schöne Grüße an Willi und Fab morgen, ne? Und, ich sehe die ja morgen leider nicht, die sind in Hockenheim. Ach so, sind. Ich dachte, die sind.